Schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im ESG-Haus. Wir haben heute den ersten Programmteil der Lesung, beziehungsweise den ersten Programmteil des CSD-Rahmenprogramms. Wir haben heute zu Gast den David Berger. Er wird uns einen Vortrag halten über sein Buch Der heilige Schein. Was soll ich groß sagen? Ich freue mich, dass so viele da sind. Wünsche uns allen gute Unterhaltung, spannenden Abend. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Ich weiß gar nicht, ob ich das Teil hier brauche. Braucht man es für die Kamera? Oder ich denke, hören kann man mich so auch gut ohne die Mikrogeschichte. Im Vorfeld der Veranstaltung haben wir erst gesagt, wir machen eine Lesung. Da habe ich aber davon abgeraten, weil einfach aus einem Sachbuch vorzulesen, ist immer wesentlich langweiliger, als wenn ich hier einiges erzähle. Ich möchte mich auch nicht an der Abfolge des Buches, die stark autobiografisch ist, orientieren, sondern mehrere große Sachpunkte abarbeiten, sozusagen in meinem Vortrag kommen, aber da natürlich auch immer wieder auf Erfahrungen zurück, die ich selber gemacht habe, einfach dadurch, dass ich viele Jahre in der katholischen Kirche tätig war, heute eine Homo-Zeitschrift mache und von daher in beiden Bereichen sozusagen intensiv zu Hause bin und natürlich vieles aus beiden Bereichen auch erzählen kann. Als wäre es für unseren Abend heute gemacht, viele haben es sicher auch mitbekommen, die Homoheiler sind wieder da oder sind zumindest in Deutschland jetzt ganz enorm aufgetaucht. Die Medien waren in den letzten Tagen voll davon und haben wahrscheinlich die letzten in Deutschland wachgerüttelt, die noch immer angenommen haben, dass wir uns sozusagen in einer permanenten Vorwärtsbewegung bezüglich Homorechten befinden in Deutschland. Das war noch in meiner Jugend so, in den 90er Jahren war es so, man hatte den Eindruck, die LGBTI-Community kommt von einem Erfolg zum anderen. Da war das Lebenspartnerschaftsgesetz, die CSDs sind immer größer geworden, Politiker sind auf die CSDs mitgefahren, Politiker haben sich selbstbewusst geoutet, haben gesagt, das ist auch gut so, dass das so ist. Wir haben einen schwulen Außenminister gehabt, andere wichtige schwule Politiker. Also man hatte irgendwie den Eindruck, man ist permanent auf der Überholspur, es wird alles besser und es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis wir uns sozusagen, wie Matthias Frings vor kurzem geschrieben hat, bis wir uns irgendwann totgesiegt haben und irgendwie auch überflüssig geworden sind als Homos, weil wir haben alles erreicht und also jetzt als überflüssig nicht in dem Sinn als Menschen, sondern im Hinblick auf unsere Orientierung, im Hinblick darauf, dass CSDs überflüssig geworden sind, dass politisches Engagement überflüssig geworden ist. Und jetzt kann man doch feststellen, und ich glaube, das konnte man schon, nachdem sich Hitzlsperger geoutet hat, feststellen, dass da auf einmal noch in unserer Gesellschaft einen gar nicht unbeträchtlichen Teil gibt, der überhaupt nicht den Siegeszug mitgemacht hat emotional, der das, was wir erreicht haben, überhaupt nicht emotional, aber auch nicht intellektuell irgendwie nachvollzogen hat. Das heißt, wenn man sich Talkshows im Fernsehen anschaut zu den großen Themen, zu Hitzlsperger Outing, zu dem Bildungsplan in Baden-Württemberg, zu Homo-Ehe und Adoptionsrecht, dann hat man da immer einen ganz bedeutenden Teil an Talkgästen, die in extremster Weise homophob argumentieren und man weiß genau, die repräsentieren auch ein Stück weit einen homophoben Bodensatz, den wir in unserer Gesellschaft haben, bringen das zum Ausdruck, was diese Leute denken. Und das sind nicht nur die in den Talkshows so, sondern nach dem Hitzlsperger Outing hat man dann auch gesehen, haben sich Leute zu Wort gemeldet, wo man sich gedacht hat, das sind an und für sich seriöse Politiker, die hat man als ganz überhaupt nicht als durchgedrehte Heißsporne gekannt in der Politik. Die Älteren unter uns, die werden sich noch an Norbert Blüm erinnern können, der auf einmal in der FAZ, oder das war die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Sonntag, einen Artikel geschrieben hat, wo er gesagt hat, das ist doch wieder natürlich, das widerspricht doch dem Naturrecht, dass zwei Männer oder zwei Frauen heiraten dürfen. Ähnlich hat sich dann Herr Thierse geäußert, der eben auch, wenn man mal sich das Parteienspektrum anschaut, jetzt nicht zu den Erzkonservativen gehört und wie gesagt durch ähnliche Äußerungen hervorgetreten, auch da war es das Thema Natur, widerspricht der Natur, das ist unnormal
Und wenn man sich dann anschaut, welche anderen Leute in der Öffentlichkeit aufgetreten sind, Frau Kubi, die in der evangelischen Kirche, ich schaue gerade mal, wie er heißt, sein Name ist mir schon wieder entfallen, Herr Steeb, dann Frau Beverförde, Birgit Kelle und so weiter. Immer wieder kommt das Argument, das ist unnatürlich, und ein ähnliches Argument, das ist unnormal, dass zwei Männer oder zwei Frauen zusammenleben, dass sie Sex haben, dass sie heiraten. Hinzu kommt dann noch häufig bei diesen Homophoben das ökonomische Argument, das sagt, wir sterben ja aus als Volk, wenn alle jetzt auf einmal, wenn nur noch Männer und Frauen heiraten und unsere Rentenkassen werden nicht mehr gefüllt. Das ist etwas, was Frau Erika Steinbach, die Menschenrechtsbeauftragte der CDU, mir so in der Talkshow auch gesagt hat, wo man merkt, das ist ein Partnerschaftsbegriff, der nur am ökonomischen Vorteil offensichtlich interessiert ist. Das heißt, der Frage, wie können wir, ich sage es jetzt mal ganz böse, weil das bei der Frau Steinbach im Hintergrund mitschwingt, wie können wir die arische Rasse in Deutschland so erhalten, dass sie uns möglichst wirtschaftlich nützlich ist. Das Interessante ist, diese Leute, die da sitzen in den Talkshows, ob sie nun kirchennah sind oder nicht kirchennah, spielt häufig bei der Argumentation gar keine so eine große Rolle. Aber interessant ist, dass die Argumentation, die sie gebrauchen, eine lange Tradition hat, dass sie tatsächlich in der katholischen Kirche groß geworden ist. Die evangelische Kirche war da immer etwas zurückhaltender. Ich werde dann an einigen Punkten auch noch auf die evangelische Kirche zu sprechen kommen. Aber eine Argumentation, wie wir sie eigentlich, und Argumentationsstrukturen, wie wir sie aus der katholischen Kirche kennen, wie sie in der katholischen Kirche nach wie vor gepflegt werden. Und das Interessante ist an der katholischen Kirche, die ganz bewusst zu dieser Argumentation steht, sieht man auch, wohin das führt, diese Argumentation, in ihrer letzten Konsequenz. Und deswegen würde ich gerne heute Abend den Blick eben auf die Frage lenken, inwiefern sind all diese Argumentationen durch die katholische Kirche beeinflusst und einfach mal die Homophobie, wie sie in der katholischen Kirche zu Hause ist und wie sie die Politik über Jahrzehnte beeinflusst hat und nach wie vor beeinflusst, genauer betrachten und da dann auch an einigen Beispielen erläutern. Ich habe gerade gesagt, an der katholischen Kirche sieht man auch, wohin diese Argumentationen in letzter Konsequenz ganz praktisch führen. Zunächst mal klingt das, was die katholische Kirche zu Homosexuellen sagt, erstmal eigentlich ganz nett. Sie sagt nämlich, homosexuellen Menschen ist mit Takt und Respekt zu begegnen. Das ist auch etwas, was der jetzige Papst immer wieder unterstrichen hat, im Unterschied zu seinem Vorgänger, mit Takt und Respekt. Wenn man sich dann aber den zweiten Halbsatz anschaut, der auch im offiziellen Papier der katholischen Kirche steht, dann heißt es, die homosexuelle Veranlagung ist das, was Takt und Respekt verdient. Sobald diese homosexuelle Veranlagung aber praktiziert wird, ist das eine sehr schwere Sünde, die abzulehnen ist. Das heißt, es wird wirklich der Unterschied gemacht zwischen der Veranlagung auf der einen Seite und der praktizierten Homosexualität auf der anderen Seite. Könnte man jetzt sagen, ja, ist doch ganz okay. Auf der anderen Seite, wenn man sich es natürlich mal näher anschaut, ist das in sich schon eine Fehlkonstruktion. Machen wir es einfach an einem Vergleich deutlich, für die sagen, naja, so schlimm ist das ja nicht. Das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt einen Sohn hätte, der wäre von seiner Begabung her ein hervorragender Pianist. Ich würde sagen, ich habe großen Respekt davor, dass du diese Begabung zum hervorragenden Pianisten hast. Sobald du dich aber ans Klavier setzt und anfängst zu spielen, ist das das Schlimmste, was ich mir überhaupt vorstellen kann, und du hast die schlimmsten Strafen verdient. Wir merken an solchen Vergleichen eben, die jetzt in einen anderen Bereich gezogen sind, wie verrückt eigentlich diese Unterscheidung ist, und das erklärt auch wieder, dass sie nicht durchzuhalten ist. In populärer Form begegnet uns diese Entscheidung oder diese Unterscheidung wieder, unabhängig von der katholischen Kirche, bei einer Geschichte, die Sie alle kennen, die ich auch aus meiner eigenen Familie kenne, weil das eine Sache war, die mir meine Mutter kurz nach meinem Coming-out ziemlich klar gesagt hat. Solange die homosexuell sind,
ist das völlig okay. Das sind die netten Nachbarn, das ist mein Friseur, das ist der Verkäufer bei H&M, das ist der Flugbegleiter. Also man hat all die Stereotypen zu bedienen, die heterosexuelle Köpfe so mit homosexuellen Männern zumindest verdienen. Aber was ich gar nicht sehen möchte, ist, wenn die auf der Straße stehen und knutschen. Oder ich möchte mir gar nicht vorstellen, was die vielleicht im Bett machen. Oder Zärtlichkeiten austauschen oder als Paar gemeinsam auftreten. Im Grunde genommen kehrt da das, was die katholische Kirche mit ihrer Unterscheidung macht, kehrt das eigentlich wieder in sehr populärer Form wieder. Und ich denke mir, das ist etwas, was alle von uns irgendwann schon mal gehört haben, wo man dann doch merkt, da ist noch immer etwas, trotz des Akzeptierens des Menschen, an Homophobie vorhanden, wenn es nicht akzeptieren kann, dass diese Liebe, die zwei Menschen zueinander empfinden, auch öffentlich gezeigt wird, zum Beispiel durch einen Kuss in der Öffentlichkeit. Dass die katholische Kirche so unterscheidet zwischen ich akzeptiere das, was ich nicht ändern kann und ich lehne aber praktizierte Homosexualität ab, hängt mit einem grundsätzlichen Sexualverständnis der katholischen Kirche zusammen. Papst Benedikt XVI. Schreibt in seinem Buch Licht der Welt, dass Homosexualität unnatürlich ist, lehrt uns doch schon die Evolutionstheorie. Interessanterweise, die katholische Kirche findet auf einmal die Evolutionstheorie toll, wenn es um Homos geht. Lehrt uns doch schon die Evolutionstheorie, die uns doch zeigt, dass die Sexualität allein der Reproduktion der Art dient. Wenn ich also sage, Sexualität ist nur dazu da, und dann sind wir wieder bei der Frau Steinbach, die genau dieses Sexualverständnis auch hat. Sexualität ist nur dazu da, um Nachkommen zu zeugen, ist nur da praktisch, um die Art zu reproduzieren, dann hat das mit menschlicher Sexualität natürlich überhaupt nichts zu tun. Ich weiß nicht, wie es euch, wie es Ihnen geht. Wenn ich Reproduktion der Art höre, dann denke ich nicht an zwei Menschen, die sich lieben, die sich interpersonal begegnen beim Geschlechtsverkehr, sondern denke ich irgendwie an Hühnerzucht, wo möglichst viele neue Hühner gezogen werden müssen, die möglichst viele Eier legen oder die eben dann als Schlachthähnchen zur Verfügung stehen. Aber das hat auch mit menschlicher Sexualität, hat natürlich auch was zu tun, das möchte ich ja gar nicht in Zweifel ziehen. Aber das Eigentliche, was menschliche Sexualität eben über die rein tierische Sexualität hinaus besonders wertvoll macht, wo ich sage, da habe ich besonderen Respekt davor, ist eben der Akt der Liebe, der interpersonalen Begegnung, des interpersonalen Austausches, den eben sozusagen Fischmännchen und Fischweibchen jetzt weniger haben, die trotzdem eine Reproduktion der Art kennen. Dieses Sexualverständnis der katholischen Kirche, das eben auch Frau Steinbach und die anderen prägt, Herr Thierse hat damit auch argumentiert, ohne sich auf die katholische Kirche zu berufen, das zeigt sozusagen noch weitere Abartigkeiten, wenn man mal schaut, zu welchen weiteren Konsequenzen führt es. Es führt nämlich nicht nur zur Ablehnung der Homosexualität, sondern zum Beispiel auch der Ablehnung künstlicher Verhütungsmittel. Das geht so weit, dass zum Beispiel die katholische Kirche strikt die Devise aufrechterhält, auch wenn zum Beispiel in Afrika, wo das Problem HIV besonders Heterosexuelle betrifft, wenn zum Beispiel der Mann HIV-positiv ist, dann darf die Frau auch nicht auf ein Kondom bestehen, sondern sie müssen eben, wenn sie Sex haben, kondomfreien Sex haben, weil künstliche Verhütungsmittel absolut abzulehnen sind. Und dann, Originalzitat Benedikt XVI., wenn die Frau dann positiv wird oder der Mann eben, wenn die Frau positiv war, dann wird sie zur Märtyrerin des 21. Jahrhunderts, weil sie ja an und für sich ihre Gesundheit, eventuell sogar ihr Leben, für diese katholische Doktrin geopfert hat. Die sagt, keine künstlichen Verhütungsmittel. Also spätestens an dem Punkt merkt man, dass das, wo ganz groß Moral drüber steht bei der katholischen Kirche, und damit macht die katholische Kirche ja Werbung, wir haben die bessere Moral als ihr und ihr seid die eigentlich Unmoralischen, die auf den CSDs unterwegs sind, oder wenn ein Mann liebt oder eine Frau ist das unmoralisch, dass das zu wirklichen Immoralismen führt, dieser Sexualbegriff, der rein an dem Vermehrungsaspekt orientiert ist. In dem Zusammenhang spielt dann natürlich auch das Naturrecht eine große Rolle. Das heißt, interessanterweise berufen sich gerade katholische Theologen, katholische Bischöfe und Priester kaum noch auf die Bibel.
Das ist in der evangelischen Kirche sehr stark verbreitet bei den Evangelikalen, dass bestimmte Bibelstellen herangeführt werden und gesagt werden, das steht ja so in der Bibel. Das macht die katholische Kirche bewusst nicht oder nur noch ganz selten, weil die natürlich wenn man sich so einen gelehrten Papst wie Benedikt XVI. Anschaut, nicht doof sind. Und auf der anderen Seite wollen sie auch eine Relevanz ihrer Aussagen haben, die über die christliche Gemeinde hinausgeht. Die wollen ja auch den Homos sagen, wo es lang geht, die jetzt nicht katholisch sind. Und wenn man sich dann aufs Naturrecht beruft und sagt, das ist sozusagen eine natürliche Sache, die jedem Menschen von seiner menschlichen Natur her eingepflanzt ist, dass Sexualität für die Vermehrung da ist, dann gilt das unabhängig von biblischen Aussagen, die man ja auch weginterpretieren kann. Ich komme darauf später nochmal zu sprechen, auf die Relevanz des Naturrechts und inwiefern man die politisch einsetzt in der katholischen Kirche. In dem vorhin zitierten Text, wo es um Takt und Respekt geht, steht auch das Wort drin, wir müssen auch Mitleid mit homosexuellen Menschen haben. Auch das ist offizielle Doktrin der katholischen Kirche, man muss Mitleid haben. Und auch wenn vielleicht jetzt manche erschrecken würden, würde ich sagen, aus katholischer Perspektive ist das durchaus zutreffend. Man muss Mitleid mit homosexuellen Menschen haben. Das weiß man dann, wenn man mitbekommt, wie nicht flächendeckend, aber in vielen Fällen die katholische Kirche mit ihren eigenen homosexuellen Leuten umgeht. Das sind häufig bemitleidenswerte Menschen, die eben zum Beispiel als Priester, als Nonnen oder als Angestellte in kirchlichen Einrichtungen arbeiten und dort aufgrund ihrer Homosexualität unterdrückt werden, erpresst werden, um sie loyal zu halten und darunter psychisch häufig leiden, psychisch sogar zugrunde gehen. Nachdem ich mein Buch veröffentlicht hatte, eigentlich schon bevor ich, nachdem ich den Artikel, der dem Buch vorangegangen war, veröffentlicht hatte, haben mir eine Vielzahl katholischer Priester geschrieben mit Biografien, wo ich manchmal erschrocken bin und überhaupt nicht wusste, ich bin kein ausgebildeter Psychiater, Psychologe oder sonst was, wie ich mit solchen Briefen umgehen soll. Das heißt wirklich Leute, die psychisch am Ende sind, die nicht mehr weiter wissen, bis hin zu ganz, ganz schlimmen Schicksalen. Zum Beispiel ein katholischer Priester, dessen Partner war auch katholischer Priester, der hat sich vorhin mit Benzin übergossen, weil er angezündet und ist verbrannt vor seinen Augen, weil er dem Erpressungsdruck, der ausgeübt worden ist, durch seinen Bischof nicht mehr standhalten konnte. Ich habe jetzt allgemein Erpressungsdruck gesagt. Das sieht tatsächlich so aus, dass die katholische Kirche, die Vorgesetzten natürlich wissen, wie viele katholische Priester auch homosexuell veranlagt sind. Das ist etwas, ich werde immer nach Prozentzahlen gefragt von Journalisten, weil das Journalisten, die wollen eben dann schreiben, 40% aller Priester sind schwul. Es gibt dazu keine statistischen Erhebungen, aber worin alle übereinstimmen, dass die Zahl homosexuell veranlagter Priester überdimensional hoch ist im Vergleich zum gesellschaftlichen Schnitt, den wir haben. Das hat vielerlei Ursachen, können wir vielleicht nachher in der Diskussion noch drauf eingehen. Hängt natürlich auch damit zusammen, dass die katholische Kirche mit ihrem Zölibat über Jahrhunderte ein Berufsbild geschaffen hat, was wie gemacht war für schwule Männer und dadurch schwule Männer angezogen hat. Tatsächlich war es früher so, wenn man als schwuler Mann auf dem Land aufgewachsen ist oder auch in der Stadt, dann konnte man halt nicht zu seinen Eltern gehen und konnte sagen, ich bin schwul und das ist auch gut so, sonst wäre man im Gefängnis gelandet, in der Psychiatrie gelandet, zu irgendwelchen Kurpfuschern geschickt worden, zu Homoheilern, die einen irgendwie so lange traktiert hätten, bis man psychisch am Ende gewesen wäre. Was hat man also gemacht, wenn man nicht als verrückter Onkel auf dem Land irgendwo in einer Austrägerwirtschaft wohnen wollte? Man ist katholischer Priester geworden, wenn man aus katholischer Sozialisation kam und hat aus der Not eine Tugend gemacht. Das hat sich über viele Jahrzehnte erhalten und die katholische Kirche geht damit, also gerade die Vorgesetzten der katholischen Kirche, ganz bewusst um. Das heißt, man weiß um die Homosexualität seiner Mitarbeiter, die Vorgesetzten. Man sammelt auch Informationen, wenn sie die praktizieren. Und kommt der Fall, dass diese Mitarbeiter illoyal werden sollten, dass sie zum Beispiel eine Versetzung nicht annehmen oder dass sie kritisch etwas über den Papst sagen wollen oder über ihren Bischof sagen wollen, werden sie einbestellt und ihnen wird klargemacht, pass auf, das kannst du dir nicht leisten bei dem, was da los ist und man nordet so seine Leute wieder ein.
Ich war selber kein katholischer Priester, habe aber eine theologische Zeitschrift herausgegeben, habe auch im Vatikan gearbeitet. Und bei mir war es auch so, dass ich um das Jahr 2005 ziemlich illoyal geworden bin und Benedikt XVI. Immer häufiger kritisiert habe. Dann bin ich vorgeladen worden von dem Förderkreis, der für die Finanzierung der Zeitschrift zuständig war und für die Berufung des Chefredakteurs. Und da hat man mir gesagt, Sie haben da eine Petition unterschrieben, die den Papst kritisiert. Ist das richtig? Ich habe gesagt, ja. Wussten Sie nicht, dass diese Petition auch Homosexuelle unterschrieben haben? Wollen Sie mit Homosexuellen auf einer Liste stehen? Und dann weiß man natürlich in dem Augenblick, weil das hat ja gar nichts mit dem Inhalt zu tun gehabt, weiß man in dem Augenblick, ohne dass man explizit erpresst wird. Die sagen nicht zu einem, du musst jetzt genau das machen, was wir wollen, weil du ja schwul bist und mit deinem Partner zusammenlebst. Aber man hört natürlich die Glocken läuten, man weiß genau, was angesagt ist. Vielleicht nicht beim ersten Mal. Ich muss gestehen, dass ich beim ersten Mal so naiv oder so selbstsicher war, dass ich gedacht habe, das ist Zufall, dass die das erwähnen. Erst als das dann immer wieder kam, solche Geschichten, habe ich dann schon irgendwann, auch der Döste kriegt das ja irgendwann mal mit, habe ich das mitbekommen. Okay, das soll so ganz gezielt unter Druck gesetzt werden. Und im Nachhinein, als ich diese Form der Erpressung dann öffentlich gemacht habe, war es wirklich so, dass eben ganz viele mit ihren Erfahrungen zu mir gekommen sind und zu mir gesagt haben, mir ist es genauso gegangen. Das Interessante ist, dass die Rechtsanwältin Marion Westphal, die im Auftrag der Regierung die Missbrauchsakten aus der Diözese München untersuchen sollte und das auch gemacht hat, zu dem Ergebnis gekommen ist, Homosexuelle, ich zitiere jetzt wörtlich aus dem juristischen Gutachten, haben einen besonderen Erpressungsdruck unterlegen. Aufgrund dieser Gutachten. Die hat deswegen Homosexuelle mit untersucht, obwohl es mit dem Missbrauch erstmal gar nichts zu tun hat, weil es ja bis 1969 den Paragraphen 175 gab, der Homosexualität auch unter staatliche Strafe gestellt hat. Und da ist man wirklich so vorgegangen, und das haben Homosexualität und Missbrauch in der katholischen Kirche wirklich gemeinsam, dass man diese homosexuellen Priester, die gegen den Paragraphen 175 verstoßen haben, nicht ans Messer geliefert hat, praktisch nicht angezeigt hat bei der staatlichen Behörde, sondern das unter sich gemacht hat. Man hat eben gewusst, das sind besonders gut domestizierbare, besonders loyale Mitarbeiter in unserer Kirche, weil sie haben ja Leichen im Keller. Und von daher hat man da keinen Unterschied zwischen den Missbrauchstätern gemacht, die eben sich da in deutlich anderer Weise vergangen haben. Vielleicht kommt es daher, dass die katholische Kirche noch immer Missbrauch mit Homosexualität verwechselt. Das ist besonders in der polnischen katholischen Kirche stark verbreitet. Aber auch, es wird Ihnen immer wieder begegnen bei den Homophoben in Deutschland. Sie haben es ja in Baden-Württemberg gemerkt, bei den Diskussionen um den Bildungsplan. Man hat ja so getan, als ob schon allein das Reden über Homosexualität Kindesmissbrauch wäre und die Jugendlichen zur Homosexualität verführen würde. Vielleicht noch zu der Sache der Erpressung möchte ich noch etwas erzählen, weil das klingt ja so, als ob Erpressung nur von oben nach unten ausgeübt wird in der katholischen Kirche. Also die Vorgesetzten besonders klug sind und ihre Untergebenen loyal halten. Das ist richtig, das ist auch der Fall. Aber es gibt eben auch andere Fälle, wo die Untergebenen klug agiert haben. Und da gibt es einen sehr prominenten Fall, der in meinem nächsten Buch vorkommen wird und der auch eidesstattlich der eidesstattlich bezeugt ist von dem Betroffenen. Ein evangelischer Pastor, der nicht verheiratet ist, beschließt katholisch zu werden, weil es in der katholischen Kirche eben so schön ist mit den Messgewändern, Weihrauch und überhaupt. Und dann sagt der Bischof zu ihm nach der Konversion, bei dem er eine Audienz hat, Mensch, Sie haben doch ein abgeschlossenes Theologiestudium, wollen Sie nicht auch katholischer Priester werden? Also vorher hat er nur konvertiert, er ist nur übergetreten zur katholischen Kirche, muss man genauer sagen. Und er sagt, ja, das mache ich, und bereitet sich ein Jahr auf die Priesterweihe vor. Und dann kommt es zum Skrutinium, zum Gespräch des Bischofs mit dem Weihebewerber. Und dann sagt der Bischof, ich kann Sie nicht zum Priester weihen. Es ist nachgewiesen, dass Sie praktizierender Homosexueller sind. Ich habe hier mehrere Zeugenaussagen, die das belegen. Von daher kann ich Sie nicht weihen.
Der hat damit schon gerechnet, der war Bewerber und war vorbereitet. Er hat gesagt, Herr Bischof, ich habe hier eine Liste, das sind nur Geistliche, nicht mal aus ihrer ganzen Erzdiözese aufgeführt, sondern nur aus der Stadt, wo ihr Bischofssitz ist. Pfarrer XY ist regelmäßig beim Ledertreffen in Amsterdam. Pfarrer so und so besucht an seinem messfreien Tag die Phoenix-Sauna. Pfarrer der so und so bezieht die und die Zeitschriften und ist immer in diesem Porno-Kino. Wenn Sie mich nicht zum Priester weihen, dann hat diese Liste morgen die Regionalpresse hier in der Stadt und Sie werden sehen, was die im Rahmen des Missbrauchsskandals aus diesen Geschichten machen werden. Der Bischof sagt nicht, na, da bin ich konsequent, ich berufe die jetzt alle ab, weil Homos dürfen ja in der Kirche nicht sein, sondern er lässt sich eine eidesstattliche Verschwiegenheitserklärung von dem unterschreiben und weiht ihn zum Priester, diesen Mann. An diesem Beispiel, wie gesagt, das gut belegt ist und das ich aus erster Hand kenne, jetzt nicht von dem Bischof, sondern von dem Geweihten, sieht man, wie eben dieser Erpressungsmechanismus sich wie so eine unglaublich schmierige, ölige Flüssigkeit durch das ganze System zieht. Das heißt eben nicht nur, wie man vielleicht machtkritisch denken könnte, von oben nach unten, dass immer die Großen die Kleinen unterdrücken, sondern sozusagen die Kleinen werden auch irgendwann schlau und bedienen sich genau dieser Mechanismen, sodass insgesamt natürlich ein Klima des Misstrauens entsteht, ein Klima der Überwachung, der Spionage untereinander, das genau zu den psychischen Defekten führt, die ich vorhin kurz bei diesen Priestern, über die mir diese Priester erzählt haben und wo man am Ende wirklich sagen muss, ja, eigentlich verdienen die Mitleid, diese Priester, die so agieren, die selber Teil dieses Systems sind und irgendwann nicht mehr aus dem System rauskommen. Ich hatte den Vorteil, dass ich wirtschaftlich abgesichert war, als ich aus dem System rausgegangen bin, mich geoutet habe und einen sozialen Background hatte, der mich aufgefangen hat. Das haben diese Priester häufig nicht, sondern sie sind praktisch, waren nur in diesen sozialen Netzwerken der katholischen Kirche zu Hause. Ihre Eltern sind stolz darauf, dass der Sohn Priester ist, ihre ganze Familie, sie sind der Stolz der ganzen Familie und sie wissen auch, Sie werden, wenn Sie jetzt weggehen, Sie haben ja nur Priester gelernt, was wollen Sie machen jobmäßig? Das heißt, Sie stehen auf der Straße, Sie werden zu Hartz-IV-Empfängern. Und das hat eben dazu geführt, dass Sie weiter in dem System bleiben, entweder psychisch dabei zugrunde gehen, beziehungsweise dann psychisch auch behandelt werden oder ganz häufig auch in Alkoholexzesse, Medikamentenexzesse abrutschen, wie das ja häufig ist bei psychisch labilen Menschen. Dazu gibt es sogar Studien, dazu gibt es Aussagen von Pastoralpsychologen, dass das besonders verbreitet ist im Klerus, das Alkohol- und Medikamentenproblem. Oder pragmatisch werden, das heißt, die stabiler sind, sagen sich dann, das ist mein Job. Und mir wird keiner irgendwas wollen, wenn ich loyal bin, wenn ich papsttreu bin, wenn ich mich nach außen fromm gebe. Ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, der macht das, der legt seinen messfreien Tag. In der Woche legt er immer auf den Tag, wo in der nächstgrößeren Stadt in der Schwulensauna Billigtag ist. Da ist er am meisten los und dann fährt er in die Stadt und sagt, mir kann keiner was in meinem Ort. Das ist unwahrscheinlich, dass da jemand auch in der Sauna auftaucht von den paar älteren Damen, die zum Gottesdienst kommen. Von daher, warum soll ich mir jetzt unnötig mein Leben schwer machen? Und irgendwo ist es auch verständlich. Man könnte natürlich sagen, ist inkonsequent und ist scheinheilig und so weiter. Aber wenn man die Lage dieser Menschen kennt, also geht es mir zumindest so, dass ich dann unter menschlichem Aspekt sehr viel Verständnis für so einen Pragmatismus habe. Es heißt ja, mit Takt und Respekt ist diesen Menschen zu begegnen. Ich habe vorhin schon kurz gesagt, unter dem jetzigen Papst hat man tatsächlich den Eindruck, dass das zunehmend zur Devise wird, wenn er sich äußert. Wenn man das mit Benedikt vergleicht, mit seinem Vorgänger, dann waren die Aussagen zu Homosexuellen oft ohne jede Maßhaltung. Sie waren von einem psychotischen Schwulenangst geprägt. Und ich sage jetzt Schwulenangst, da werde ich gleich noch dazu kommen, weil irgendwie Frauen in der katholischen Kirche ohnehin irgendwie nicht als sexuelle Wesen vorkommen. Das irgendwie undenkbar ist, dass die überhaupt Sex haben.
Von daher war das wirklich ein Schwulenhass gewesen und das hat sich deutlich unter dem jetzigen Papst gebessert in seinen Aussagen. Das muss man einfach so sagen. Er hat an der Lehre nichts verändert, das hat sich gebessert. Aber wir hatten davor ein Klima, das sich durch den ganzen Klerus gezogen hat. Der Klerus, der noch immer da ist, das heißt, die sind ja nicht ausgetauscht. Die Bischöfe, die Kurie im Vatikan ist ja noch weitgehend die gleiche geblieben wie unter Benedikt. Wo man am meisten Takt und Respekt hat vermissen lassen, war in der Missbrauchsskandal 2010. Und da möchte ich einfach möchte ich an einem Moment klar machen, der mich persönlich ganz besonders verletzt hat. Das war kurz nach meinem Outing schon gewesen, nach meinem öffentlichen Outing der katholischen Kirche. War das nochmal so eine Verletzung, die obendrauf kam? Wo ich irgendwie gedacht habe, wie konntest du all die Jahre so ein begeisterter Katholik sein? Das war, als die Missbrauchsfälle immer schlimmer geworden sind, auch in Deutschland. Das heißt, also das Wissen um die Missbrauchsfälle ist immer intensiver geworden. Man hat gemerkt, okay, da war dieses Kloster, das haben sich immer mehr Opfer gemeldet. Auch in Lateinamerika, in den ganzen, die bisher sich überhaupt nicht getraut haben zu sprechen, weil die Eltern häufig gesagt haben, das ist ein heiliger Mann, da sagt man nichts und so weiter. Durch die mediale Aufmachung gab es auch da Menschen, die den Mut gefunden haben, über diese Missbrauchsfälle zu reden. Und da ging es nicht nur um sexuellen Missbrauch, sondern was häufig die Menschen noch mehr beschäftigt hat, war extreme Gewalt, die diese Kinder ausgesetzt waren. Also nicht nur sexuell, sondern auch wirklich andere körperliche Gewaltformen, wo die Kinder halb tot geschlagen haben. Als diese Missbrauchsfälle besonders als der Skandal auf seinem Höhepunkt war, hat Kardinal Bertone, das war der zweite Mann im Vatikan nach Benedikt dem 16., auf dem Petersplatz sich hingestellt und hat gesagt, Schuld an den Missbrauchsfällen sind nicht unsere katholischen Priester, sondern sind junge Homosexuelle, die unsere katholischen Priester verführt haben, dass sie das überhaupt gemacht haben. Man hat also wortwörtlich, schauen Sie es im Internet nach, weil das so unglaublich ist. Das heißt, wenn ich ihr wäre oder sie wäre, würde ich das jetzt auch erstmal nicht glauben. Man wird sagen, kann nicht sein. Bitte, wenn Sie es nicht glauben, googeln Sie das im Internet, googeln Sie Bertone und Missbrauchsfälle. Er hat diese Äußerung wirklich gemacht. Und wenn man sich überlegt, was das für die Opfer bedeutet, dass es heißt, ihr seid schuld, ihr 12-jährigen oder 11-jährigen Mädchen oder Jungs, habt die katholischen Priester verführt, dass sie euch sexuell missbrauchen, dann sieht man, wie perfide das ist und wie man vorgeht, um sozusagen die Schuld von sich zu lenken und sofort einen Sündenbock hat, nämlich sagt, ja, das sind ja alles homosexuelle Jugendliche gewesen, die unsere katholischen Priester verführt haben. Also da war für mich so ein Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, Leute, ich glaube euch das mit dem Takt und Respekt einfach nicht mehr. Das steht zwar so in euren Papieren drin, aber wo ist da noch irgendein Takt und Respekt? Das ist perfide und menschenverachtend, was ihr macht, sowohl gegenüber den Opfern und gegenüber denen natürlich zuallererst, aber auch gegenüber allen Homosexuellen, wenn ihr sie eben mal so zu Sündenböcken abstempelt. Warum so wenig Takt und Respekt, muss man sich ja ab dem Zeitpunkt fragen. Ich habe schon neurotische Angst vor Schwulen gesagt. Ich habe gerade dieses Beispiel erzählt. Da fragt man sich ja, das ist ja nichts, was mit dem normalen Menschenverstand irgendwie begreiflich ist, sondern da fragt man sich ja, was sind da für psychologische Mechanismen, die da greifen. Und da bin ich nach wie vor der Überzeugung, das lässt sich nicht flächendeckend für jeden sagen, der homophob ist, aber dass bei der katholischen Kirche, beim höheren Klerus ganz viel unverarbeitete eigene Homosexualität eine Rolle spielt, wo man den internalisierten Selbsthass, den man auf seine eigene Homosexualität hat und haben muss, weil man ja im System lebt, wo man seine eigene Homosexualität hassen muss, von der Lehre her, den nach außen projiziert und sobald jemand das offen lebt und offen zeigt und einem zeigt, so könnte das auch gehen, wenn du wolltest, du könntest auch so ein Leben haben, dann dieser extreme Hass und diese Abneigung entsteht, die eben mit rationalen Mitteln nicht mehr erklärbar ist. Ich weiß, das wird man nicht auf jeden Geistlichen. Nicht jeder Geistliche, der sich homophob äußert, ist automatisch auch schon verklemmter Schwuler. Aber es ist ein Mechanismus, der sehr häufig greift und den ich auch immer wieder erlebt habe, der mir in der Anfangszeit auch völlig unbegreiflich war. Das heißt, im Vatikan war es wirklich so, ich war dann zu den Zeiten, wo ich Gastvorlesungen hatte in Rom, und die Professoren, die morgens am übelsten homophob in ihren Vorlesungen geredet haben,
habe ich immer wieder dann abends an Schwulentreffpunkten getroffen und ich konnte mir das irgendwie nicht erklären. Und mit einem habe ich mal gesprochen, der hat gesagt, das ist was ganz anderes, was ich bin deswegen nicht schwul, nur weil ich Sex mit Männern habe. Also auch diese Version hat es immer wieder gegeben. Aber in den allermeisten Fällen hatte ich wirklich dann irgendwann den Eindruck, erstmal, es stimmt was nicht, konnte mir das aber nicht erklären. Und da war für mich wirklich diese Erklärung, Homophobie kommt häufig von unverarbeiteter eigener Homosexualität. Das, was mir das eigentlich überhaupt erst erklärbar gemacht hat, was ich da selber erlebt habe in Rom. Deswegen auch nur die männlichen Homosexuellen natürlich. Das hängt zum einen damit zusammen, dass das eine Männerkirche ist, die katholische Kirche, und dass dann natürlich die Homophobie, die aus eigenem Homohass entsteht, natürlich immer auf Männer projiziert wird. Hängt aber natürlich auch, ich habe es gerade schon gesagt, damit zusammen, dass Frauen in der katholischen Kirche ohnehin als sexuelle Wesen nicht so richtig denkbar sind. Das sieht man ja, die Frau schlechthin. Das Paradigma der Frau in der katholischen Kirche ist Maria. Maria war Mutter, aber zugleich Jungfrau. Das ist eigentlich das Idealbild der Frau. Sie kriegt Kinder, aber hat keinen Sex. Natürlich, jeder Geistliche weiß natürlich, dass sie Sex haben muss, um Kinder zu bekommen, aber letztendlich ist das trotzdem etwas, was irgendwie dann irgendwie so in die Ehe eingesperrt werden muss und auf keinen Fall da raus darf und in engstem Rahmen nur möglich ist. Und nur da kann man noch ein Auge zudrücken, dass es nicht ganz sündhaft ist, aber eben alles, was dann schon nicht mit Vermehrung, mit dem Kinderkriegen zu tun hat, ist schon schwer sündhaft. Es steckt auch Frauenverachtung noch zusätzlich dahinter. Es gibt das bekannteste Lehrbuch der katholischen Moraltheologie von Alfons von Liguri. Und daran kann man auch gut die Frauenverachtung im Hinblick auf Homosexualität sehen. Behandelt alle Sünden in ganz großer Ausführlichkeit, weil das sollte eine Hilfe für die Beichtväter sein, wenn sie ihre Beichtkinder beraten, dass die nicht so einen Schock kriegen, wenn da irgendjemand eine Sünde beichtet, von der sie noch nie was gehört haben. Und da gibt es ein großes Kapitel De Sodomia. Über Sodomie ist in dieser Sprache ist die Homosexualität. Und wenn man das liest, merkt man, der redet die ganze Zeit von Homosexualität, aber die Sexualpraktiken, die er da beschreibt, sind lauter Sexualpraktiken, die nur Männer miteinander machen können. Also Frauen kommen da überhaupt nicht vor bei dieser Art von, bei dieser kirchlichen Homosexualität. Und die Sündhaftigkeit der homosexuellen Handlungen richtet sich immer danach, wie eng sie vermeintlich der weiblichen Sexualität entsprechen. Also der die vermeintlich weibliche, ich sage jetzt mal vermeintlich weibliche Rolle, weil auch in der katholischen Doktrin ist die Frau die Passive, der Mann der Aktive. Und genau das wird dann natürlich auch auf die Sündhaftigkeit der Homosexualität übertragen. Das heißt, der aktiv ist, in zum Beispiel die schlimmste Sünde ist der passive Analverkehr. Der Aktive ist weniger schlimm. Das ist jetzt schon keine so schlimme Sünde mehr. Und dann wird das immer wieder nach unten durchbuchstabiert. Das heißt, der Aktive ist immer der weniger sündigt und der Passive ist der immer mehr sündigt. Wo ich sagen muss, nach dem kirchlichen Sexualverständnis hängt da auch eine Minderbewertung eben der weiblichen Rolle, so wie sie die katholische Kirche definiert, mit drin und erklärt mit auch die Abneigung von Homosexualität. An dem Text, den ich gerade zitiert habe, der aus dem Katechismus der katholischen Kirche stammt, ist einmal etwas geändert worden zwischen 1992 und 2000. Man hat nämlich, da stand früher drin, sie haben diese Veranlagung nicht freiwillig gewählt und aus der Veranlagung hat man dann Tendenz gemacht später. Im Hintergrund stand Josef Ratzinger, der damals noch kein Papst war, und amerikanische Katholiken, die im Vatikan berichtet hatten, dass in den USA Homoheiler große Erfolge haben. Wenn das eine Veranlagung ist, dann ist das etwas, was sozusagen von der Natur mitgegeben ist. Wenn es eine Tendenz ist, könnte man das juristisch, könnte man das theologisch unter Krankheit fassen. Und genau das stand im Hintergrund. Man wollte den Weg auch in der katholischen Kirche für Homoheiler freimachen. Die gab es nämlich bis dahin nicht in der katholischen Kirche, sondern es war etwas, was in den evangelikalen Freikirchen in den USA vor allem zu Hause war. Mit dem Zeitpunkt dieser Änderung des Katechismus gewinnen die auf einmal Hochkonjunktur. Da gründet sich der Bund der katholischen Ärzte, den vielleicht einige von Ihnen, den Dr. Winkelmann, auch
auch mitbekommen haben, der auch in der Fernsehdoku im NDR vorkam, der, so viel ich weiß, jetzt auch beim Weißen Kreuz hier bald sein wird, um die Ecke, als Referent. Das heißt, die haben da auf einmal Rückenwind aus Rom bekommen, indem man eben ihnen von der Theorie, von der Lehre her eröffnet hat. Es ist auch als Krankheit, kann man das sehen, und von daher habt ihr auch die Möglichkeit, Homoheiler zu sein. Ein Bekannter von mir ist in einem Opus Dei-Haushalt aufgewachsen, als seine Eltern mitbekommen haben, dass er schwul ist. Er hat es ihnen nicht mal gesagt, das hat er nicht geschafft. Haben sie ihn zu einem dieser Homoheiler geschickt. Wir haben vor 2 Jahren versucht, mit ihm ein Interview zu machen, wo er auch dazu bereit war, für RTL, für die große Reportage. Also es war eine sehr seriöse Sendung, Spiegel-TV-Reportage sollte das werden. Er war am Anfang bereit, hat auch am Anfang berichtet darüber, ist uns aber während des Interviews zusammengebrochen und wir mussten einen Arzt rufen, weil er so fertig war, nur von dem Erzählen der Erinnerungen an das, was mit ihm passiert, was mit ihm gemacht worden ist von diesen Homoheilern. Ich selber habe es auch mal erlebt, ich bin nicht zusammengebrochen, weil ich da schon zu weit von der katholischen Kirche entfernt war, dass ich auf dem Katholikentag vor 2 Jahren bei zu Dr. Winkelmanns Stand gegangen bin und ihm gesagt habe, dass ich halt homosexuell bin und was man da machen kann. Und da hat er zu mir gesagt, das lässt sich sehr einfach erklären, ihre Mutter hatte, als sie mit ihnen schwanger war, eine Syphilis. Und das hat sich dann bei ihnen eben ausgewirkt. Aber das lässt sich therapieren. Ich habe da ein neues Medikament gefunden und mit Psychotherapie kriegt man das wieder raus. Also als ich überlegt habe, ob ich das meiner Mutter mal erzähle, während ihre Freundin zum Kaffee da sind, habe ich das eher noch lustig gefunden, natürlich, die ganze Geschichte mit der Syphilis. Aber für so Leute eben wie diesen jungen Mann, den die Opus Dei-Eltern zu so einem Kurpfuscher geschickt haben, ist das eben nicht mehr lustig, sondern wird das wirklich zur Katastrophe, was wir jetzt so belächeln und sagen, naja, ist Blödsinn. Ne? Aber daran sieht man, wie schlimm die Auswirkungen sind, und die Tatsache, dass auch noch die Krankenkassen offensichtlich von diesen Ärzten übers Ohr gehauen werden, damit die diese Therapie auch noch bezahlen, die Krankenkassen, das schlägt doch fast im Boden aus und zeigt, welcher Handlungsbedarf tatsächlich besteht. Jetzt könnte man angesichts der Geschichten sagen, ja gut, die haben einen Einfluss auf diese homohassernen Talkshows, aber keiner muss ja katholisch sein. Das ist ja freiwillig und es gibt ja die Religionsfreiheit. Das ist zunächst mal richtig. Das heißt, man kann ja sagen, ich gehe weg. Auch die Priester sind nicht gezwungen, für die katholische Kirche zu arbeiten. Und das ist ein Argument, was ich aus der Homo-Community immer wieder zu hören bekomme, wenn ich über katholische Kirche und Homosexualität rede, wo die sagen, jetzt ist ein Sakreis in China umgefallen und wir machen da eine eigene Veranstaltung zu. Muss uns doch überhaupt nicht kümmern. Wir sind längst aus der Kirche ausgetreten, die haben uns eh nichts mehr zu sagen. Ich halte das für blindäugig eigentlich, weil zum einen sehen wir nach wie vor den argumentativen Einfluss der katholischen Kirche und zum anderen hat die katholische Kirche auch einen enormen politischen Einfluss. Ich gehe sogar so weit, dass ich sage, selbst in der Bundesrepublik, also wir müssen da gar nicht nach Polen schauen, sondern selbst in der Bundesrepublik ist die katholische Kirche zusammen mit der evangelischen Kirche eine der mächtigsten, auch finanziell, arbeitstechnisch finanziell mächtigsten Lobbys, die wir hier überhaupt haben, und nimmt Einfluss auf die Gesetzgebung, nimmt Einfluss auf die Parteien, damit eben solche Sachen wie Adoptionsgesetz oder Ehe für Homosexuelle nicht durchkommen. Ähnliche Einflüsse versucht sie auch bei der Europäischen Union geltend zu machen, wo es einen eigenen Lobbyverband gibt und einen weiteren Vorteil, den die katholische Kirche hat, über den Vatikan als Staat. Da gibt es mehrere Sachen, die ich kurz erwähnen möchte, um zu zeigen, welchen Einfluss die katholische Kirche da zumindest implizit hat. Nicht so, dass es immer zum Erfolg führen würde, aber 2005 war in Moskau der erste Pride geplant und einer der ersten Botschafter, die bei der Russischen Föderation vorgesprochen haben, war der Botschafter des Vatikan. Und was hat er der Russischen Föderation geraten? Und auch das kann man in den Akten nachlesen. Er hat gesagt,
Ihr überlegt jetzt, wie ihr diesen einen Pride verbieten könnt. Das ist doch Blödsinn. Macht ein generelles Demonstrations- oder Propagandaverbot für Homosexuelle, dann habt ihr das Problem vom Tisch. Dann brauchen die gar keinen Pride mehr zu beantragen, weil es in eurer Gesetzgebung ganz klar ist, ihr könnt keine Homopropaganda hier machen in Russland. Ich glaube jetzt nicht, dass die das deswegen gemacht haben. Inzwischen gibt es ja dieses Homopropagandagesetz in Russland. Ich glaube nicht, dass sie das wegen der katholischen Kirche gemacht haben. Aber sollte jemand kommen, zum Beispiel ein deutscher Außenminister, und sollte sagen, es geht nicht, dass ihr so ein Gesetz habt, können die sagen, na, selbst der Vatikan hat uns das doch geraten. Der Abgeordnete des Papstes, den ihr im Bundestag beklatscht habt, hat uns das empfohlen, das zu machen. Von daher, warum kritisiert ihr uns jetzt? Was Ähnliches ist 2011 bei den Vereinten Nationen passiert, als man eine Resolution erlassen wollte, die Kriminalisierung von Homosexualität generell ächtet. Dass man gesagt hat, Kriminalisierung von Homosexualität, besonders Todesstrafe für homosexuelle Handlungen, soll es in Zukunft in keinem Land der Welt mehr geben. Da hat es einen Einspruch gegeben, auch des Nunzius des Vatikan, der ganz klar sich positioniert hat und gesagt hat, der Vatikan ist weiter entschieden dafür, dass Kriminalisierung von Homosexualität möglich sein soll. Das war genau zu dem Zeitpunkt, als Uganda darüber abgestimmt hat, die Todesstrafe für Homosexuelle wieder einzuführen. Und da stellt der Vatikan jemanden hin, der sowas sagt. Ich sage jetzt gar nicht, dass der Vatikan schuld ist, dass die eventuell die Todesstrafe für Homosexuelle wieder einführen. Ich sage auch nicht, dass der Vatikan schuld ist an dieser Gesetzgebung, aber er unterstützt sie durch solche Akte und durch solche Gesten. Ähnlich ist es bei anderen völkerrechtlichen Konferenzen, wo der Vatikan ganz häufig auf der Seite von Saudi-Arabien und des Iran steht, wenn es um Frauenrechte geht, wenn es um künstliche Verhütung geht, wenn es um Homosexualität geht, also unsere drei Themen, die wir gerade besprochen haben, stellt sich der Vatikan demonstrativ auf diese Seite von Verbrecherstaaten. Was mit? Und dann sind wir wieder bei einem Punkt, der jetzt irgendwo verloren gegangen ist wahrscheinlich, in all dem kirchenpolitischen Gewust, was mit der urchristlichen Botschaft natürlich rein gar nichts mehr zu tun hat, wo jeder, der zumindest da noch einen gewissen, selbst wenn er vielleicht nicht mehr christlich ist, nicht mehr katholisch, nicht mehr evangelisch ist, trotzdem noch sowas hat, wo er denkt, naja, die haben ja einen gewissen Anspruch der Nächstenliebe und der Caritas, den sie doch aufrechterhalten, da ist, wie gesagt, bei gerade diesen Themen offensichtlich ganz wenig übrig geblieben. Und wie Baden-Württemberg gezeigt hat, wo sich die katholische Kirche zusammen mit Teilen der evangelischen Kirche ganz bewusst auf die Seite der Gegner des Bildungsplans gestellt hat, bin ich der festen Überzeugung, wenn es wirklich gesellschaftlich bei uns kippen sollte, das heißt, dass die Homophoben, die Homohasser wieder deutlich an Übergewicht gewinnen, und das halte ich nicht für ausgeschlossen. Wir befinden uns derzeit, glaube ich, in so einer Phase, wo das entweder weitergeht in dem Prozess, den wir bisher beobachtet haben, oder wieder vieles rückgängig gemacht wird an Gleichberechtigung für homosexuelle Menschen. Sollte das so sein, dass wieder vieles rückgängig gemacht wird, dann ist die katholische Kirche die erste, die dafür den metaphysisch-religiösen Überbau liefert und sagt, das ist moralisch und gut, was ihr macht. Und gerade deswegen, unabhängig von unserer konfessionellen oder religiösen von unseren religiösen oder konfessionellen Optionen, denke ich mir, soll es allen, denen es um die Menschenrechte geht, um Menschenrechte für alle Menschen, unabhängig von ihrer sexuellen Orientierung, dran gelegen sein, der katholischen Kirche und denen, die diese Argumentation benutzen, ein ganz klares Veto entgegenzurufen. Soweit erstmal der große Block dessen, was ich zu der Grundproblematik sagen wollte. Wir haben uns, glaube ich, darauf geeinigt, dass wenn jetzt noch Fragen, Wortmeldungen sind, wie gesagt, ich habe jetzt meinem Buch behandelt vor allem meine eigene Biografie, was ich erlebt habe, habe ich jetzt nicht so viel erzählt, weil ich denke, es gibt Wichtigeres als meine private Biografie, auch wenn die vielleicht spannend ist und man das, viele Leute mir gesagt haben, es war wirklich, ich konnte es erstmal nicht verstehen, warum das jemand lesen will, aber
Wir haben dann viele Leute gesagt, es war spannend, das zu lesen. Aber ich habe, wie gesagt, jetzt vor allem Wert gelegt auf die großen Punkte, die eben ganz viele Menschen betreffen, die ich auch erlebt habe, aber eben in meiner sehr individuellen Ausprägung, die jetzt nicht für jeden unbedingt so weltbewegend ist, dass er unbedingt zu einem Vortrag herkommen muss. Also mich würde interessieren, was eben die andere Seite, was Sie da eben schildern. Sie sind verletzt worden, aber Sie waren sehr lange in der katholischen Kirche. Und die katholische Kirche oder welche Kirche auch immer hat Ihnen bestimmt auch lange was gegeben und könnte Ihnen auch was weiterhin geben. Unter anderem zum Beispiel ein Verschluss von Menschen, die, also eine Gemeinschaft, eine Gemeinde, die einem auch in irgendeiner Weise trägt. Wie gehen Sie denn damit um, dass Sie, oder wie würden Sie denn raten, den Schwulen sollen Sie die CSD-Gemeinde suchen? Ist das eine religiöse, also die Religion als solche, als Wiederverbindung zum Geistigen, wie auch immer, das ist etwas, was rein Menschliches ist und jeder, auch ein Homosexueller, braucht und sucht. Wo soll er sich das denn aussuchen? Also ich denke mir, da jetzt eine Patentlösung zu geben, ist ganz schwierig. Für mich war es die katholische Kirche aufgrund meiner Sozialisation, die mir Heimat gegeben hat. Wenn immer die Leute fragen, wie konntest du katholisch werden, obwohl du wusstest, dass du schwul bist, dann merke ich immer, okay, die Leute haben mit Katholizismus bisher ganz wenig zu tun gehabt, weil in der Regel wird man erst katholisch oder wächst katholisch auf und bemerkt dann irgendwann in der Pubertät, dass man schwul ist. Man steht ja nicht mit zwei bei der Erstkommunion und überlegt sich, ob man Erstkommunion machen soll, weil man schwul ist mit, wie alt ist man da bei der Erstkommunion? 7, 8 Jahre. Und, ja. Okay, da wird einem das ja erst so langsam bewusst. Von daher, bei mir war es die katholische Kirche, die da ganz entscheidend war, der Wunsch, katholischer Priester zu werden. Ich bin das dann nicht geworden, weil ich wusste, ich kann den Zölibat nicht halten. Da war mir auch schon sehr klar, dass ich schwul bin und wollte mein schwules Leben ausnehmen. Habe auch meinen Partner sehr schnell kennengelernt. Habe aber gemerkt, dass dieser Wunsch, katholischer Priester zu werden, unglaublich tief sitzt. Ich habe noch vor wenigen Jahren, ist es zum Beispiel vorgekommen, dass ich nachts geträumt habe, ich würde eine Messe feiern. Habe ich morgens zu meinem Freund gesagt, weißt du, was ich heute Nacht geträumt habe? Das heißt, kann nicht sein, das ist doch, wir haben doch auch nichts drüber geredet, schon so lange nicht mehr. In solchen Augenblicken merkt man, wie tief die katholische Sozialisation sitzt. Wie tief auch das schlechte Gewissen bei mir über all die Jahre saß, kein katholischer Priester geworden zu sein, so erkläre ich mir heutzutage auch einen sehr konservativen Werdegang. Ich war ja, ich sag mal so, ich war ja jetzt nicht ein liberaler Katholik und Theologe, sondern dass ich es bis in den Vatikan geschafft hatte, lag ja jetzt nicht daran, dass ich besonders klug bin, sondern dass ich besonders konservativ war. Also das war das, was man geschätzt hat. Das hing, glaube ich, ganz entschieden damit zusammen, dass ich immer so, ohne es, das ist mir erst nachher klar geworden, das war mir in dieser Zeit nicht wirklich klar, immer das als Manko empfunden hatte, schwul zu sein, und das wollte ich ausgleichen, indem ich besonders papsttreu, besonders fromm war, also sozusagen internalisierter Erpressungsmechanismus. Das heißt, da musste in den ersten Jahren gar keiner von außen kommen, musste sagen, du bist schwul, also sei mal besonders papsttreu, sondern das hatte ich schon irgendwo so für mich in mich aufgenommen. Also für mich war wirklich die emotionale Heimat und ist es nach wie vor in ihren Bräuchen und Riten die katholische Kirche. Für ganz viele Menschen ist sie das nicht, für ganz viele Schwule auch nicht. Es gibt natürlich auch Schwule, für die sie das ist, die ganz andere Wege der Religiosität suchen. Und ich denke mir, unser religiöses Bedürfnis, das glaube ich auch, dass jeder Mensch ein religiöses Bedürfnis hat. Wenn ich bei Atheisten Vorträge halte, widersprechen die mir da meistens und sagen, das gibt's nicht, dieses religiöse Bedürfnis. Ich kann es nicht beweisen, aber vieles spricht dafür, dass es ein im weitesten Sinne religiöses Bedürfnis gibt. Das ist nicht das Bedürfnis, unbedingt Mitglied einer Kirche zu sein oder unbedingt Christ zu sein oder Moslem zu sein. Aber irgendwie eine Bindung an das Absolute und die Suche nach dem Absoluten, glaube ich, kennt jeder Mensch irgendwo. Die entlädt sich dann auf ganz unterschiedliche Weise und ich möchte diese ganzen verschiedenen Weisen nicht bewerten. Bei mir war es die katholische Kirche, aber das kann auch jemand sein, für den
eine ganz intensive Körperwahrnehmung, ein ganz intensives Ausleben der Sexualität, und auch das gibt es in der schwulen oder in der Homo-Welt, eine religiöse Form oder eine religiöse Ausprägung hat, weil man sich da absolut hingibt in diese Sache. Ich erzähle das jetzt deshalb, weil an Ostern hat in Berlin eine Tagung stattgefunden, die Stretch-Tagung, wo es darum ging, schwule Männer entdecken ihren Körper, entdecken sich selbst neu, sie meditieren, sie machen Yoga, sie fühlen sich als Gemeinschaft und so weiter. Für mich, man hat mich gefragt, ob ich da als Journalist hingehe. Ich habe gesagt, ich gehe nicht hin, weil alles, was ich darüber schreibe, wird ironisch, weil ich dafür kein Verständnis habe. Ich bin eben in dieser katholischen Kirche groß geworden. Für mich sind religiöse Rituale nicht, wenn ich mich zusammenlege und Anusmeditation mache. Ich könnte das nicht ernst nehmen. Auf der anderen Seite kann ich diesen Menschen auch nicht die Ernsthaftigkeit absprechen, nur weil ich es nicht schaffe. Und auch für die ist das eine Form der Religiosität und Form der Gemeinschaft. Und so wird es noch viele Gemeinschaftsformen außerhalb der katholischen und schwulen oder lesbischen Community geben, wo diese Menschen Erfüllung suchen, eine Bindung an das Absolute, was sie ganz ergreift. Und wie gesagt, wir müssen uns hüten, denke ich mir, da Wertigkeiten aufzumachen und zu sagen, jetzt die katholische Religiosität ist besonders wertvoll oder die evangelische oder die buddhistische oder eben diese schwule Religiosität mit Anusmeditation. Und deswegen kann ich jetzt auch keinen Tipp geben, zu sagen, probier das mal aus, macht jetzt mal eine schwule Religion oder sowas. Ich werde mich hüten vor sowas, weil ich selber da auch nicht, also ich könnte damit auch nicht warm werden oder da heimisch werden. Von daher kann ich jetzt nicht solche Programme fahren. Ich glaube, das ist ein Weg, den jeder für sich selber finden muss und den jeder auch für sich selber sucht und findet. Ich denke mir, der Markt der Religionen ist ja so groß geworden. Ich drücke das jetzt bewusst mal so. Das soll nicht abfällig klingen, aber wir haben eine Riesenmöglichkeit an sinnstiftenden Angeboten in unserer Welt. Von dieser Stretch-Tagung in Berlin bis zum Weltjugendtag mit dem Papst zusammen in Rio, habe ich ein Riesenspektrum, und ich bin auch nicht gebunden genau an eine Sache, sondern ich kann mir auch patchworkmäßig meine eigene Religion bilden, und das machen heutzutage ja auch ganz viele, muss man sagen. Wer ist denn schon noch hundertprozentig evangelisch? Wer ist denn schon noch zu 100% katholisch? Wer ist denn noch zu 100% Christ? Kommen da nicht auch bei Meditationsverfahren auf einmal buddhistische Aspekte mit rein? Gibt es vielleicht bestimmte Sachen auch im Islam, die einen faszinieren? All das spielt doch heutzutage in der Religiosität des Individuums eine ganz große Rolle, dass es sich seine Religiosität selbst baut. Und ich finde das gar nicht so verwerflich, sondern es ist einfach der stärkeren Individualisierung der Menschen geschuldet. Und wenn das wirklich bewusst gemacht wird, dass die Menschen das machen und sagen, das ist genau meine Religiosität, die mich glücklich macht, die mir in meinem Leben weiterhilft, was gibt's Besseres? Ich hätte auch noch mal eine Frage. Sie hatten vorhin die evangelische Kirche angesprochen. Wie ist die Stellungnahme denn da? Also gut, dass du es schon oder Sie schon reduziert haben auf evangelische Kirche. In Deutschland ist es so, dass die evangelische Kirche in den letzten Jahren ganz große Fortschritte gemacht hat, in ganz vielen, also gerade in dem Homo-Bereich, in ganz vielen Landeskirchen. Dass es aber dort auch noch beharrende Kräfte gibt. Ich habe vorhin dem Hochschulpfarrer erzählt, dass ich vor einigen Jahren mit Professor Wilkens, Bischof Wilkens, eine Diskussion im Fernsehen hatte, und da hat er ganz klar zu mir gesagt: Herr Berger, wenn Sie so weitermachen, kommen Sie in die Hölle. Wenn Sie nicht Ihre Homosexualität abschwören, ist das Ihr Endziel? Wollen Sie das? Da hat er so, er hat es in einem Stil gesagt, wie ich ihn eigentlich nur aus der katholischen Kirche kenne, der mir sonst in der evangelischen Kirche nie begegnet ist. Ich bin eigentlich einen Teil meines Lebens in einer sehr protestantischen Gegend in Baden-Württemberg aufgewachsen, die auch sehr Richtung Weißes Kreuz alle waren. Aber da hat er nie jemand mit der Hölle gedroht bei solchen Dingen. Also da war ich dann schon etwas erschüttert, das zu sehen. Und wenn man dann die große Welt des Protestantismus anschaut, wenn man in die USA, in die evangelikalen Freikirchen und evangelischen Freikirchen hineinschaut, dann merkt man, das sagen mir immer wieder Freunde in den USA,
Du beschwerst dich, dass du katholisch bist. Die Katholiken sind bei uns die homofreundlichsten in den ganzen USA. Wir wären froh, wenn unsere Evangelien, unsere Protestanten hier in den USA so locker drauf wären wie die Katholiken. Das heißt, da kommt es wirklich zum Beispiel dazu, dass wenn ein schwuler Mann an HIV zum Beispiel stirbt, dass dann die evangelikale Kirchengemeinde dasteht mit Schildern an der am Grab, sich dahin drängt, wo ganz groß drauf steht, das ist die Strafe für dich, Faggot und so weiter, wo die Angehörigen am Grab stehen und die stehen da mit solchen Demonstrationsmaßnahmen. Also ich denke mir, da leben wir hier noch im gelobten Land und ich hoffe, dass solche Dinge bei uns nie um sich greifen werden, sondern dass da auch, es muss ja gar nicht die Nächstenliebe, sondern es ist ja die pure Menschlichkeit und das Taktgefühl dann so groß ist, das nicht zu machen. Aber wie gesagt, gerade bei den Evangelischen hier große Fortschritte, was natürlich, und das darf man nicht übersehen, auch mit einer ganz langen Tradition der staatlichen Einbindung unserer Kirchen hier zu tun hat. Das heißt, wenn wir jetzt immer, also gerade die Kirchenkritiker, über Kirchensteuer und andere Dinge schimpfen, und auch ich bin dafür, die abzuschaffen, weil ich glaube, dass das eine ungerechte Privilegisierung von zwei religiösen Gruppen ist in der Bundesrepublik. Sehe aber trotzdem das Problem, wenn man sie abschafft, dann nimmt man nämlich die Kirchen aus dieser staatlichen Geschichte raus und damit auch aus der Möglichkeit, dass sie auch an staatliche Vorgaben enger gebunden sind. Das heißt, ich glaube, das war natürlich auch eine große Chance, gerade für die evangelische Kirche, die eben noch enger an den Staat von ihrer Tradition gebunden ist als die katholische Kirche. Die Katholiken waren ja immer irgendwie vaterlandslose Gesellen und halb dem Papst, halb dem Kaiser unterstellt. Dass das die große Chance war für die evangelische Kirche, sich so rasant zu entwickeln. Es ist wirklich rasant, wenn man sich eben andere Religionsgemeinschaften anschaut. Ja, zu den freikirchlichen Gemeinden. Ich habe den Eindruck, dass die freikirchlichen Gemeinden sich unter einer sehr starken Tolerierung durch die evangelische Kirche, evangelisch-lutherische und reformierte, auch in Deutschland ziemlich stark ausbreitet. Es werden Privatschulen eröffnet, wo Kinder praktisch, also die dann staatlich finanziert werden, wo Kinder zu Kreationisten erzogen werden und zur Schwulenfeindlichkeit und ähnlichen Geschichten. Also ich bin da nicht so optimistisch und ich vermisse einfach bei den Protestanten, bei den offiziellen, den lutherischen Reformierten, diese klare Abgrenzung. Zum Teil haben die dadurch ziemlich großen Erfolg, dass sie viele Leute, die zum Beispiel aus Russland gekommen sind und unter ihre Fittiche genommen haben, die ohnehin mit ganz konservativen Vorstellungen kommen. Und diese Geschichte in den USA ist ja die eine. Ich glaube, es gibt eine Untersuchung darüber, dass die Selbstmordrate in rein evangelikalen Gemeinden und Regionen in den USA besonders hoch ist. Und ich würde meinen, dass es mit dieser Schwulenfeindlichkeit auch zusammenhängt. Und hinzu kommt der große Einfluss in Uganda. Da trifft man auf eine Schwulenfeindlichkeit traditionell. Aber das Parlament, diese ganzen Systeme dort sind sehr korrupt. Und die evangelikalen Kirchen, ausgehend von Nashville und so weiter, haben sehr viel Geld in die Hand genommen, um in Uganda diese Gesetze durchzubringen. Man hat also wirklich ganz starke Pressure Groups, die finanzielle Abhängigkeiten schaffen. Und ich habe gerade ein Buch gelesen über den Kongo von einem belgischen Autoren Raymond, das ich nur empfehlen kann, um Afrika zu verstehen. Auch dort ist es so, dass die Evangelikalen ganz stark
missionieren, ebenso in Brasilien. Dort wären sie nämlich auch ein Problem für die katholische Kirche. Und immer verbunden ist damit dieses Menschenbild, was extrem schwulenfeindlich ist, bis zum Mordaufrufen. Und das ist jetzt nicht nur dahingesagt, das ist wirklich nachgewiesen. Und ich möchte gerne, ich war in der evangelischen Kirche, ich bin dann im Rahmen meines Coming-outs ausgetreten. Das ist vor nun schon 40 Jahren gewesen. Ich war der immer sehr verbunden und ich bin es irgendwie auch noch. Aber ich bin sehr enttäuscht darüber, dass die lutherischen und Reformierten keine klare Abgrenzung machen zu den Freikirchlichen. Denn die Freikirchlichen wildern durchaus im Bereich der anderen, gerade in solchen Themen. Also ohne jetzt als Katholik auftreten zu wollen, der nach den evangelischen Mitbrüdern und Schwestern Schmutz wirft. Ich glaube, mit Abgrenzungen hat sich die evangelische Kirche sowieso schon immer wesentlich schwerer getan, natürlich als die katholische Kirche. Das merke ich immer, wenn man argumentiert und sagt, die evangelische Kirche in Baden-Württemberg, dann kriegt man häufig gesagt, ja, mit denen haben wir hier in Berlin gar nichts zu tun. Das ist der Lieblingssatz von Herrn Höcker aus Berlin, der unglaublich lieber Mann ist und die Homo-Community auch entsprechend fördert in Berlin, der dann aber sagt, mit denen haben wir nichts zu tun. Dann sage ich immer, ja, die sind doch auch evangelisch. Ja, aber das ist eine andere Landeskirche. Von daher, das geht ja schon los bei dem Unterschied der Landeskirchen, wo man sich nicht abgrenzen will, abgrenzen kann oder nur insofern abgrenzt, als man sagt, das ist ja eine ganz andere Verwaltungsgeschichte, mit denen haben wir eigentlich nichts zu tun. Aber in der Öffentlichkeit wird so wahrgenommen, dass das die evangelische Kirche ist und bei den Freikirchen ist es so ähnlich. Mein Eindruck war auch immer, dass in der evangelischen Kirche gerade die Evangelikalen zunehmend aufrüsten, dass sie Schulen bauen, dass sie gerade im Bereich der Erziehung, der Jugendfreizeiten und so weiter viele Leute an sich ziehen. Ich habe allerdings das Problem, dass ich dazu keine Statistiken gefunden habe und gelegentlich, wenn ich die Vermutung äußere, dass das auch in der katholischen Kirche ist, das sowieso eine Tendenz, dass die Traditionalisten immer mehr zunehmen. Aber wenn ich dann die Vermutung äußere, mir die Leute immer zu Recht sagen, gibt es denn da Studien dazu? In der katholischen Kirche gibt es Studien zu diesem zunehmenden Rechtstrend der Katholiken. Soviel ich weiß, ich habe noch keine Studien dazu gefunden, dass das wirklich so ist. Es ist auch mein Eindruck, dass das in Deutschland so ist, dass die zunehmend die Oberhand gewinnen. Wozu es Studien gibt, ist tatsächlich, dass zum Beispiel in Lateinamerika die Evangelikalen sehr erfolgreich sind, den Katholiken auch die Leute wegnehmen, was die Katholiken wieder dazu bringt, entsprechend zu reagieren und zu sagen, ja, die haben offensichtlich die bessere Methode, um möglichst viele Leute bei der Stange zu halten und deswegen auch zunehmend evangelikale Geschichten übernehmen. Das merkt man auch bei den katholischen Bischöfen, Kardinälen, die aus Lateinamerika kommen, die davon stark geprägt sind. Auch Franziskus, der jetzige katholische Papst, ist davon geprägt. Das heißt, in seinem Auftreten her. Das ist genau das, was die Evangelikalen machen. Die laufen nicht mit Brokat-Goldklamotten umher, sondern die gehen mit ihrer Jogginghose in die Slums zu den Leuten und sind ganz nah bei der Bevölkerung. Das ist eines ihrer Erfolgsrezepte, ganz abgesehen von finanziellen Erfolgsrezepten, die sie natürlich auch fahren. Das ist ja eine uralte Geschichte. Du kriegst ein Kofferradio, dafür lässt du dich taufen. Du bist Mitglied unserer Gemeinde. Das war schon so ein Running Gag bei uns, als ich noch auf der Schule war, wo wir darüber gesprochen haben, über diese Missionspraktiken, die Evangelikalen anwenden. Aber gerade für Deutschland, also ich lasse mich gerne des Besseren belehren und freue mich, wenn es da Studien gibt, aber es bleibt eben offensichtlich, soweit ich das jetzt sehen kann, bei unserem Eindruck, dass das immer mehr zunimmt und die katholische Kirche sich schwer tut, sich abzugrenzen. Ich erinnere mich an eine Tagung zum Fundamentalismus in evangelischer und katholischer Kirche dieses Frühjahr im Februar in Wittenberg, wo auch der evangelische Bischof der Gegend, der Landeskirche da war, der gesagt hat, Wir sind eben nicht so eine Kirche der Abgrenzung, dass wir jeden rausschmeißen, der uns nicht passt, sondern wir haben eine gewisse liberale Tradition, sodass wir auch die akzeptieren, die Hardliner.
Und so ähnlich sehe ich das eben auch. Das heißt, die liberale Tradition schlägt dann auf sich selbst zurück. Das heißt, die, die eigentlich die liberale Tradition zerstören wollen, profitieren von der liberalen Tradition, womit wir bei einem der typischen Grundprobleme sind. Das heißt, wie geht man zum Beispiel mit Homohassern um? Sagt man, ihr habt die Meinungsfreiheit, euch in Talkshows zu setzen und homosexuelle Menschen zu diffamieren, zu beleidigen, weil uns die Meinungsfreiheit wichtiger ist? Oder gibt es bei uns bestimmte Standards des Respekts vor dem anderen Menschen, die nicht überschritten werden dürfen und die nicht mehr unter die Meinungsfreiheit fallen? Und ein ähnliches Problem ist da auch deutlich geworden bei dieser Tagung und der Diskussion danach, wo man gesagt hat, wir wollen keinen katholischen, unfehlbaren Papst, der sagt, ihr gehört dazu und ihr nicht. So, ich muss mich mal outen. Ich bin Atheist. Und ich habe eine Frage, wie kann man, also Sie haben es ja angesprochen eben in den letzten beiden Sätzen, also wie kann man argumentativ, außer jetzt hinsichtlich Menschenrechte und so weiter, Toleranz und so weiter, auf diese Menschen reagieren? Also sollte man sich mit ihnen in eine Argumentation einlassen? Also angenommen, man hat eine Ahnung davon, ich nicht, aber oder soll man lieber Bogen drum machen oder nicht? Also, aber Gesellschaft besteht ja aus Dialog, ja? Und deshalb denke ich aber, ähnlich geht es ja bei Atheisten auch, ja? Muss man auch argumentieren und irgendwie in Dialog treten und dann findet man vielleicht das eine oder andere Argument, wo man sagt, okay, man hat eine gewisse Akzeptanz, ja, oder Tolerierung herstellen, ja? Ne? Tolerierung wäre erstmal schon ganz nett, ja? Also auch da gibt es kein Patentrezept. Es gibt Leute, da wird man sehr schnell merken, bei den Homohassern, man kann noch so viel argumentieren, das, was sie sagen, kommt einfach so sehr aus dem Bauch raus, ist einfach so eine Ablehnung dieser Menschen, dass es einfach Menschenverachtung ist und die bringen sie auch zum Ausdruck. Und da bin ich dann auch strikt dafür, solche Leute eben nicht auf den ehrenwerten Talkshow-Sessel zu setzen und die dort rumpoltern zu lassen. Und wenn es dann um eine Argumentation geht, sage ich mal, lass die Leute mal das sagen, was sie sagen und tausch das Wort Schwuler durch Jude aus. Ich weiß, das ist, kann man nicht vergleichen, aber Schwule waren auch im Konzentrationslager, Juden auch. Das war eine wesentlich kleinere Opfergruppe, das ist richtig. Und die Juden haben eine viel bedeutendere Leidensgeschichte. All das ist richtig. Aber nur mal probeweise. Lass das mal, was ein Herr Lohmann, zum Beispiel ein Martin Lohmann, über Schwule in deren Beisein in Talkshows sagt, das über Juden sagen. Tausch das Wort mal aus. Und da würde jede Frau Maischberger, mit der ich darüber schon eine Diskussion hatte, warum sie solche Leute einlegt, würde sofort ihr Veto einlegen und würde so jemanden rausschmeißen aus der Talkshow, beziehungsweise ihn gar nicht einladen. Also wir haben, und das ist das Problem bei den Diskussionen, häufig noch eine Wertigkeit der Diskriminierungen in unserer Gesellschaft. Das heißt, Schwule und Lesben darf man schon mal kritisieren und dann, das gehört zu den Kavaliersdelikten und so steigert sich dann die Wertigkeit der Diskriminierung, was gar nicht geht. Mir geht es nicht darum, das eine gegen das andere auszuspielen, sondern ich bin generell dafür, dass menschenverachtende Aussagen eben in solchen Zusammenhängen keinen Platz haben dürfen, im Unterschied zu Argumentationen. Das heißt, ich muss in der Talkshow jetzt nicht alle sitzen und sagen, ja, Homo-Ehe ist toll, die wollen wir einführen, sondern es muss möglich sein, weiterhin, aber da renne ich offene Türen ein, dass da eben auch jemand sitzt, der sagt, nein, das finde ich nicht in Ordnung und das argumentativ belegt, mit dem man dann auch argumentativ diskutieren kann. Aber die argumentative Ebene ist eben da verlassen, wo es keine Argumente mehr sind, sondern wo Diffamierung einsetzt, wo ich sage, ihr seid unnatürlich, ihr seid wieder natürlich. Homosexualität ist das gleiche wie Kindesmissbrauch. Das sind ja alles keine Argumente, sondern sind diffamierende Aussagen. Und die finde ich, da ist ein Punkt erreicht, wo man merkt, an diesem Punkt bringt es nichts weiter mit den Leuten zu diskutieren. Das ist so, wenn man das mit der Atheismus-Theismus-Diskussion vergleicht, wenn da jetzt ein überzeugter Katholik sitzt und er sagt, aber das spüre ich ganz tief in mir, dass es Gott geben muss und da bin ich der festen Überzeugung und ich lasse mich davon nicht abbringen,
Was will man dann mit dem diskutieren? Da kann man ja nicht mal, wenn man dann wenigstens mit Aristoteles anfangen könnte und über seine Vorstellung vom ersten unbeweglichen Beweger sprechen oder sowas. Aber das ist ja, das kommt ja alles nicht vor, sondern es ist dieser reine Rückzug auf meine Überzeugung, dass es halt so ist. Da wird eine Diskussion auch nichts bringen. Da kann man sich den Mund fusselig reden, sondern da geht es einfach um eine feste Haltung, die vorhanden ist. Und sowas Ähnliches, denke ich mir, ist es auch bei der Homo-Debatte. Es gibt natürlich, wir müssen immer wieder den Dialog suchen, aber es ist eben ein Punkt erreicht, wo ich sage, nein, mit Leuten muss ich nicht reden, die mich nur diffamieren, die keine Argumente haben. Warum soll ich da meine Zeit verschwenden? Und da kämpfe ich auch dafür, dass die eben nicht in Talkshows sitzen, weil es ja sobald die in so einer Talkshow im öffentlich-rechtlichen Fernsehen sitzen, damit gewürdigt wird, dass das eine diskussionswürdige Position ist, die sie vertreten. Und das finde ich dann falsch, diesen Ansatz, besonders wenn man den Auftrag, den die Öffentlich-Rechtlichen, die ja meistens diese Talkshows bestreiten, vom Rundfunkgesetz her haben. Aber das ist nochmal eine neue Diskussion, wo wir wieder bei dem Thema Meinungsfreiheit sind und wo endet Meinungsfreiheit und bei dem Punkt, wie viel Meinungsfreiheit können wir zulassen, ohne die Meinungsfreiheit zu beerdigen, weil die Gegner der Meinungsfreiheit sich darauf berufen und letztendlich die Meinungsfreiheit kaputt machen? Ja, dieser absolute Tiefpunkt bei den Talkshows war ja jene Hart- oder Fair-Sendung, in der Herr Lohmann mit seiner Mitstreiterin wirken konnte. Und da waren zwei Schwule, die also völlig unfähig waren, dem entgegenzuhalten. Ich möchte noch was anderes sagen. Die Evangelikalen benutzen sehr viel Steuergelder. Wer eine Privatschule aufmacht, lässt die zu 90%, das gilt für die katholischen Schulen oder auch für evangelische Schulen, bekommt ja seine Kosten zu 90% vom Staat finanziert. Und es ist doch die Frage, ob der Staat zulässt, dass Kinder dort indoktriniert werden in einer Weise, die mit dem Grundgesetz nicht zu vereinbaren ist. Das ist eine rechtliche Frage, die in diesem Staat kein Politiker bislang angefasst hat. Was dort in diesen Schulen passiert, ist eine Indoktrination in schlimmster Weise. Die Auswirkungen, die das auf Dauer hat, kann man in den USA sehr gut nachvollziehen. Dort wäre anzusetzen. Dort ist die zentrale Gefahr. Und ich verstehe nicht diesen Nachtwächterstaat, der zulässt, dass in diesen Schulen, in diesen Lehrplänen, in diesem Unterricht Inhalte und Meinungen verbreitet werden als absolute Glaubenssache, die mit dem Grundgesetz nicht vereinbar sind. Ich beziehe mich jetzt auf die rechtliche Schiene. Das ist ein Übel allererster Art. Auch dieses Übel haben wir der katholischen Kirche zu verdanken, auch wenn das jetzt komisch klingt, dass ich schon wieder sage, die katholische Kirche ist der Buhmann und es sind die Bösen. Als das Grundgesetz entstanden ist, hatte den größten Einfluss, ich sag mal so, von allen religiösen Gruppen nicht die evangelische Kirche, sondern es waren die Dominikaner von Walberberg, die entsprechend mitgearbeitet haben an diesem Grundgesetz. Das heißt, Ideen des Grundgesetzes, die nach wie vor dort vorhanden sind, kommen aus der katholischen Doktrin. Und in der katholischen Doktrin heißt es, die primären Rechtsinhaber des Erziehungsrechts sind die Eltern, die entscheiden, was vorzugehen hat. Ein Passus, auf den sich die Bildungsplangegner in Baden-Württemberg ja immer berufen haben, wo sie gesagt haben, wir bestimmen, was unsere Kinder zu lernen haben. Und daraus hat sich dann die Konstruktion der Privatschulen der katholischen und evangelischen ergeben, dass man gesagt hat, wenn wir keine Konfessionsschule in Deutschland mehr haben, wie wir das ja in den vorangehenden Jahrzehnten und Jahrhunderten hatten. Wenn wir schon keine Konfessionsschulen mehr haben oder nur noch in beschränkter Form, oder die Konfessionsschule nicht mehr haben, dann soll es wenigstens kirchliche Schulen geben. Und das hat damals das Grundgesetz mit eingeräumt, dass es das gibt. Und wenn sich genügend Eltern finden, die für ihre Kinder
ihr primäres Erziehungsrecht in Anspruch nehmen und sagen, wir wollen diese kirchliche Schule. Und wir haben das nicht nur im evangelischen, sondern in der katholischen Kirche, Schulen der Piusbruderschaft, die dadurch zum Beispiel bekannt geworden sind, dass die Kinder da geprügelt werden, weil das ja mit zu dem, weil das auch in der Bibel steht, ne, wenn dein Sohn, du darfst dich nicht scheuen, deinen Sohn auch körperlich zu züchtigen, wenn er ungehorsam ist und solche Dinge. Das heißt, Dinge, die an für sich bei uns obsolet sind, da vorkommen, dann haben wir auf einmal zwei Rechtsmaßstäbe, die sich streiten. Zum einen dieses primäre Erziehungsrecht der Eltern mit der Privatschule verbunden, die sie gewählt haben. Und dann fragt man sich irgendwo, wo ist das Kinderrecht? Das ist ja eine Diskussion, die in ähnlicher Weise aufgetaucht ist bei der Religionsfreiheit in der Beschneidungsdebatte, ohne da jetzt tiefer einsteigen zu wollen. Aber da hatten wir das Problem ja auch, wo wir gesagt haben, welcher Rechtsanspruch ist höher anzulegen, der Religionsfreiheit, dass Eltern sagen, das ist unsere Religionsfreiheit, dass wir unser Kind beschneiden lassen, oder derer, die gesagt haben, ja nein, ihr verfügt ja hier über das Kind, das Recht auf körperliche Integrität hat und sich von das nicht mehr rückgängig zu machen ist. Also auch da merken wir, wie unterschiedliche Freiheitsrechte miteinander kollidieren und es gar nicht so einfach ist jetzt. Ich denke mir gerade an der Beschneidungsdebatte, hat man es gesehen, gar nicht so einfach ist wirklich, sich auf eine Seite zu schlagen, ohne sich sofort Vorwürfe einzuhandeln. Das heißt, deswegen werden diese Diskussionen ja so emotional geführt, weil jeder sich in seiner Integrität und Freiheit verletzt fühlt durch die Freiheit des anderen. Und nur noch ganz kurz ein Satz dazu. Die Verfechter oder die Homophoben sowohl in Europa als auch in den USA gehen zunehmend dazu über, wenn sie aus kirchlichem Raum kommen, sich für ihre Homophobie auf die Religionsfreiheit zu berufen und zu sagen, das gehört zu unserer Religion dazu, dass wir das ablehnen. Das ist unsere Religionsfreiheit. Und das ist ein Argument, was in den USA, die ja nochmal einen ausgeweiteteren Freiheitsbegriff als wir häufig haben, immer wieder zieht, wo man sagt, na, es fällt unter ihre Religionsfreiheit. Dass damit Freiheiten anderer Menschen eingeschränkt werden, wenn es heißt, ihr seid vom Satan besessen und so weiter und wir kommen auf die Beerdigung von eurem Sohn. Das ist dann wieder eine andere Frage, wo genau diese Freiheitsrechte anfangen zu kollidieren. Und an diesen kirchlichen Schulen sieht man das schön. Ich bin auch dafür, dass der Staat da sehr genau hinschaut und schaut, inwiefern ist das noch mit unserem Grundgesetz vereinbar, inwiefern werden da noch Lehrpläne eingehalten. Aber häufig haben wir die Situation, das beste Abitur in Nordrhein-Westfalen, den besten Abiturdurchschnitt in Nordrhein-Westfalen hat ein Gymnasium der Piusbruderschaft, das Mädchengymnasium gehabt, weil die Leute dort eben getrimmt werden, auf Teufel komm raus und zur katholischen Elite getrimmt werden, wo dann Politiker auch leicht einknicken, weil es ja so schön ist, die Mädchen sind alle so brav, die haben Röcke an, lange blonde Zöpfe und haben alle eine 1 im Abitur geschrieben. Die werden ja nicht alle blond gewesen sein. In meiner Fantasie ja. Nein, das mit den blonden Zöpfen war eine Anspielung an Frau Steinbach, die ja sagt, unsere Gesellschaft überfremdet mit den vielen Ausländern, die wir haben und Angst hat, so eine implizite Angst hat, dass das Ariertum bei uns langsam ausstirbt oder die deutsche Nationalität zugrunde geht, wenn wir zu viele Menschen mit Migrationshintergrund haben, die Kinder bekommen. Weil der Begriff der Arier ja aus Ja, ja. Aber ob das die Frau Steinbach weiß, weiß ich nicht. Haben Sie eigentlich Angst vor der Zukunft? Was könnte in Deutschland? Also Angst ist ja immer was Irrationales. Angst in dem Sinne habe ich nicht, obwohl ich ein ziemlich ängstlicher Mensch eigentlich bin. Meine Eltern sagen immer, das erste Wort, das ich gekonnt hatte, war Angst. Ich habe immer Angst gesagt. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich bin eher ein vorsichtiger Mensch. Von daher bin ich nicht durchgehend optimistisch. Ich glaube, dass
ich habe es vorhin schon kurz angedeutet, dass wir derzeit in so einer Situation stehen, wo es auch in die andere Richtung kippen kann. Das war wie gesagt nicht der Eindruck, den ich die letzten 10 Jahre hatte, wo ich wirklich gehöre zu einer Generation, wo es immer besser geworden ist. Ich habe meinen Freund 89 kennengelernt. Da ist wenige Monate später oder 2 Jahre später ist der Paragraph 175 endgültig gestrichen worden, sodass wir bezüglich sexueller Praktiken eine absolute Gleichstellung mit Heterosexuellen hatten. Da gab es ja vorher auch noch zwischen 69 und 92 auch noch eine Diskriminierung homosexueller Menschen. Und dann kam das Partnerschaftsgesetz. Irgendwie hatte man den Eindruck, es ist sogar ein bisschen hip, schwul zu sein. Das habe ich selber in der Schule erlebt, als ich mich bei meinen Schülern geoutet habe, da gab es nicht irgendwie, die fanden das cool, dass ihr Lehrer schwul ist. Also man hatte den Eindruck, es wird alles immer besser und die gesellschaftlichen Zustände werden immer, das ist jetzt auch nicht gut natürlich, wenn man glaubt, schwul sein ist jetzt cooler als hetero zu sein, aber man hatte eben so den Eindruck, es ist alles bestens und die Schwulen sind eigentlich die besseren Menschen. Die sehen, wenn ich so die Aussagen meiner Schwester anschaue, die sehen besser aus, die hüpfen auf den CSDs nackig rum, weil sie sich auch mit 40 noch zeigen können mit ihrem Oberkörper und so weiter. Also so eine Art positive Diskriminierung. Alles war wunderbar, alles ist immer besser geworden und es gab nichts Schöneres, als dass wir einen schwulen Politiker haben. Und jetzt scheint das so ein Punkt erreicht, wo auf einmal bei vielen Heterosexuellen die Angst entsteht. Man hat es ja gesehen beim Hitzelsberger Outing, diese Aussagen kamen immer, selbst in Zeitungen wie der FAZ, wo ich sagen würde, Leute, wem öffnet ihr eure Spalten hier? Aussagen wie, müssen wir jetzt auch schwul werden, nachdem das so eine Modeerscheinung ist? Also da ist die Gefahr, dass das in die andere Richtung kippen könnte, wo ich denke, man muss sehr vorsichtig sein und wo ich mir einfach wünschen würde, dass es zu einer Normalisierung kommt. Also dass der Lehrer nicht deswegen cool ist, weil er schwul ist, sondern dass ich auf den Menschen schaue und dann schaue, ist der mir sympathisch oder nicht, aber dass das noch kein Qualitätsmerkmal ist, genauso wenig wie es eben Qualitätsmerkmal ist, heterosexuell zu sein. Klingt jetzt banal, würde jeder jetzt wahrscheinlich sagen, was erzählt der für banales Zeugs, aber so banal ist es ja nicht, man sieht es ja eben an diesen überzogenen positiven Darstellungen der homosexuellen Welt, wer sich ein bisschen da auskennt, weiß, die sind völlig am Thema vorbei. Sie hatten vorhin gesagt, die Zahl zum Beispiel der Selbstmorde in den USA, in den evangelikalen Gemeinden, ist überdimensional hoch. Es gibt in den USA Studien dazu, dass sie bei homosexuellen Jugendlichen überdimensional auch hoch ist, die Selbstmordgefahr. Daran sieht man eben, das ist nicht die schöne, tolle Welt und alle haben Rieseneinkommen, das war ja auch verbunden mit dieser Homo-Welle, die sind wichtige Wirtschaftskunden, wichtige Förderer unserer Wirtschaft, indem sie dauernd in Urlaub fahren und sich Gucci-Taschen kaufen und viel Geld ausgeben und so weiter. Ja, so hat man das ja gesehen, ne? Und diese überzogene Geschichte, das heißt, diese positive Diskriminierung könnte man das nennen. Schwule sind die besseren Menschen und sind nicht so aggressiv und all diese Geschichten, die so in den Köpfen geschwirrt sind, dass diese positive Diskriminierung jetzt an so einem Scheidepunkt ist, wo man sich wünschen würde, dass es jetzt zu einer Normalisierung kommt und man eben den Menschen in den Mittelpunkt stellt und nicht die sexuelle Orientierung. Aber ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es jetzt in die andere Richtung geht und eben an solchen Aussagen wie, müssen wir jetzt alle schwul werden und ich habe ja schon Angst, mich überhaupt noch als heterosexuell zu outen. Solche Aussagen zeigen eben, dass da ein Missverhältnis entstanden ist, ein gefährliches Missverhältnis. Spielen auch die Interviews da und die Talkshows eine Rolle? Weil ich habe immer das Gefühl, wenn dann eben solche Themen in den Talkshows angeboten werden, es wird ja nicht der normale Schwule, wie du und ich dann eben homo präsentiert, sondern dieser Quotenschwule, wie Olivia Jones und ähnliches, was ja eigentlich tatsächlich dann die Sache in eine ganz andere Richtung irgendwo tendieren wird. Ja, die rücken das natürlich in ein grundsätzlich falsches Licht. Das heißt, auch wenn da eine Frau Steinbach sitzt, die ist ja keine typische CDU-Frau. Das muss man ja der Fairness halb auch mal sagen. Ich bin jetzt kein CDU-Wähler, aber es gibt bei der CDU auch sehr viel vernünftige Leute, wie Herrn Kaufmann, Herrn Spahn und andere, die überhaupt nicht homophob sind.
Und dann setzt man aber eine Frau Steinbach rein in so eine Talkshow und eine Frau Beverförde für die katholische Kirche, wo ich auch sagen muss, die Katholiken, die ich jetzt nicht im Vatikan und bei den Bischöfen kennengelernt habe, aber die ganz normalen Katholiken, die haben mit der Frau Beverförde gar nichts zu tun oder der Frau Kubis, sondern die sind genauso viel oder wenig homophob wie alle anderen Menschen auch. Und so ist es eben auch auf der Homo-Seite häufig, man setzt eben Leute rein, die sehr pointiert sind, wo man sagt, dies ist sofort als der Homo erkennbar, den man sich wünscht. Also jahrzehntelang war das der Rosa von Braunheim, der in jeder Talkshow saß, was dann viele enorm genervt hat. Und jetzt sind es eben, Sie hatten es erwähnt, außer Olivia Jones waren es eben Morgenstern bei der Talkshow, hat aber Fair, der hat einem Lohmann gegenüber saß. Der ist unglaublich lieb, der ist ein unglaublich begabter Mann, wenn es um Entertainment geht. Aber argumentativ war ihm halt überhaupt nicht gewachsen, aber er hat ein Klischee erfüllt. Und deswegen hat man ihn reingesetzt. Und dann kommt es zu so verrückten Konstruktionen, dass die schwule Welt aus Morgenstern, Olivia Jones, besteht. Und die Hetero-Welt besteht aus Frau Steinbach und Frau Beverförde und Frau Kubi. Das spiegelt in keiner Weise die Gesellschaft wider. Das spiegelt auf der einen Seite den homophoben Bodensatz wider und auf der anderen Seite einen Aspekt der Buntheit unserer Community, der ganz entschieden dazugehört. Also ich möchte jetzt nicht sagen, die stellen das falsch dar, aber es ist eben nur so ein Aspekt. Und der ganz normale Schwule, wie wir, die wir jetzt hier sitzen, ich zähle mich einfach mal frecherweise dazu, Da geht keine Kamera am CSD drauf, wenn eine CSD-Übertragung stattfindet, sondern die ist eben auf den Paradiesvögeln, wo es gut ist, dass die da sind. Und ich wünsche mir, dass die weiter da bleiben und zu unserer Community gehören. Aber sie repräsentieren sie halt nicht alleine, sondern sie ist vielfältiger. Und der ganz normale schwule Mann ist noch viel normaler, als man denkt. Fast schon ein bisschen langweilig. Ich war fast ein bisschen enttäuscht, dass ich nicht mehr mit eingestiegen bin, wie normal wir eigentlich sind. Aber auch das ist eben normal. Das war auch da in der Beziehung leider nichts Außergewöhnliches. Ja, wie schätzen Sie es ein? Ich meine, die Szene ist ja sehr hedonistisch. Und will diese Veränderung, die wir hier sehen, gar nicht sehen. Ist das auch Ihre Erfahrung? Und zweitens, was Vorurteile anbetrifft, die Vorurteile gegen Ausländer sind in Mecklenburg-Vorpommern, wo wir die geringste Ausländerrate haben, am höchsten. Wir haben eine ähnliche Situation bei den Schwulen. In den Großstädten sind sie sichtbar, in den Provinzen, in der Provinz verstecken sie sich. Ja, da geht das Coming Out noch gerade bis zur besten Freundin und vielleicht bis zu den Eltern und dann, sonst spielt man den Heterosexuellen. Und es gibt ja viele Schicksale von Leuten, die dann heiraten, weil sie denken, es wird sich doch irgendwie so geben und dann hinterher kommen diese völlig unglücklichen Ehen zustande, wo der Mann immer mit Männern fremd geht und aus Schuldgefühl der beste Vater und ist und das schönste Grundstück, gepflegteste Grundstück hat und so weiter. Und dann mit 55 seiner Ehefrau eröffnet, das Haus ist abbezahlt, die Kinder haben die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und die bürgerlichen Pflichten sind erfüllt und mit 55 eröffnet er, dass er jetzt sich in einen jüngeren Mann verliebt hat. In Wirklichkeit hat er natürlich 20 oder 30 Jahre immer neben seiner Ehe noch eine andere Praxis gehabt. Und dieses Problem, dass die Schwulen in der Provinz überhaupt nicht sichtbar werden, als ganz normale Menschen, ist dem Problem ähnlich wie in MacPom, wo es keine Ausländer gibt. Ja? Das heißt, die Leute können normalen Schwulen gar nicht erleben. Und das ist eigentlich das Problem, dass viele
es nicht auf sich nehmen wollen, das Coming Out, und diesen Kampf führen müssen, den es immer noch bedeutet. Und darin liegt meiner Ansicht ein ganz großes Problem, dass die Schwulen sich nicht outen in diesen, gerade in der Provinz. Sehen die das auch so? Also ich glaube, ich bin bezüglich beider Punkte etwas optimistischer, bezüglich des ersten sowieso. Ich weiß jetzt nicht, wie repräsentativ man das nehmen kann, aber wenn ich an meine Jugend zurückdenke, die Schwulen in meinem Alter waren politisch völlig desinteressiert. Die große CSD-Zeit fing an, die CSDs hatten für uns mit Politik gar nichts zu tun, sondern man hat den Winter über sich auftrainiert, ist dann kurz vorm CSD noch 5-mal ins Solarium gegangen, um braun zu sein, um dann sein T-Shirt auszuziehen und auf dem Wagen rumzuhüpfen. Und wenn dann ein Foto in irgendeiner Rick oder sonst eine Zeitschrift war, war man furchtbar stolz, dass man auf dem CSD-Wagen mit nacktem Oberkörper war. Das war schwule Welt gewesen. Ansonsten haben ja alles die anderen gemacht. Das heißt, die Politik, das Bundesverfassungsgericht, der LSVD haben diese Rechte erkämpft. Man war desinteressiert. Und ich glaube, seit ungefähr 3-4 Jahren, verstärkt in den letzten 10-12 Monaten, schlägt die Stimmung um bei den jüngeren Schwulen. In meiner Generation kann ich das gar nicht so sagen, aber wenn man sich überlegt, dass zum Beispiel in Berlin im letzten August 10.000, vor allem junge Leute, vor allem Partyschwule auf die Straße gegangen sind, um gegen die russische Gesetzgebung zu protestieren und gegen die Olympiade in Sotschi, die benutzt wird, um den Homohass dort zu beschönigen. Und zwar mit einer Demonstration, die innerhalb von einem Monat entstanden ist, aufgrund eines kleinen Freundeskreises von 6 Jungs und einem Mädchen, die einen Spieleabend am Prenzlauer Berg in Berlin hatten und dann über diese Sache in Russland geredet haben und gesagt haben, ja, wir müssen jetzt aktiv werden. Wenn ich sehe, dass die Demo, die sie jetzt für den 17.05. planen, dass die mit 25.000 Leuten rechnen, die kommen, die Polizei, zu dieser Demo in Berlin nächste Woche, das hat zumindest die Gefahreneinschätzung der Polizei ergeben, dass die Werbung für diese Demo vor allem in den Berliner Clubs stattfindet, das heißt, dort, wo eben die klassischen Partyschwulen sind, wo man sagen würde, Mensch, Leute, ihr zieht euch abends eure Nase Koks oder Speed oder sonst was und habt ihr nichts anderes zu tun, als euch die Birne wegzutanzen in der Nacht oder wegzuficken und ansonsten seid ihr zu nichts wirklich brauchbar auf dieser, also sage ich mal so, ne? Das ist ja häufig das Stereotyp, das entstanden ist und zum Teil hat es die Realität ja auch gelegentlich bestätigt. Und gerade die Leute sind es jetzt, die da auf die Straße gehen. Das heißt, dieses Werbevideo für die Demo am 17.05. läuft in allen Berliner Clubs, im GMF, im Berghain, im Connection. In all diesen Clubs läuft dieses Video und die ganzen Berliner Szenegrößen, die ganzen DJs, die ganzen Transen, die in Berlin eine wichtige Rolle spielen, rufen in diesem Video ausdrücklich auf, jetzt ist es Zeit, auf die Straße zu gehen, wenn ihr nicht wollt, dass das alles rückgängig gemacht wird, was wir bisher erkämpft haben. Das haben die natürlich nicht erkämpft, aber die Einsicht, dass wir jetzt auf die Straße gehen müssen, dass wir uns für diese Freiheiten stark machen müssen, ist doch sehr groß. Und das sind lauter Leute, unter denen bin ich mir im letzten August als Opa vorgekommen. Das heißt, die waren alle irgendwo zwischen 16 und 30 die große Mehrheit gewesen der Leute, die da auf die Straße gegangen sind und sich auf einmal gegen den Homohass in Russland stark gemacht haben. Wo man sagen muss, da scheint mir eine gewisse Mentalitätsverschiebung vorhanden zu sein. Inwiefern das nur, das kann ich nicht einschätzen, inwiefern das nur so eine Sache ist, dass man sagt, das ist halt auch wieder so eine Modeerscheinung. Es ist jetzt hip, eine Demo zu machen und auf die Straßen zu gehen im Sinne dieses 70er-Jahre-Revivals, wo alle gegen den Vietnamkrieg demonstriert haben. Das kann ich noch überhaupt nicht einschätzen. Aber ich habe den Eindruck, dass sich das stabilisieren könnte und eine neue Politisierung gerade der jungen Schwulen einkehrt und die Alten häufig, also die Alten, die jetzt die Generation, die vor mir noch tätig war und die ganz viel erkämpft hat, dass die dazukommen häufig und da mitmachen bei dieser Geschichte. Das heißt zum Beispiel ein älteres Ehepaar, was in Berlin über Jahre nicht aktiv war, das heißt die in der frühen Zeit ganz aktiv waren, aber sich dann ausgeklinkt haben, weil ihnen das alles zu sehr nach Vereinsmeierei geworden ist, dass die jetzt auf einmal da ganz aktiv sind und mitmachen.
Das ist für mich zumindest ein erstes Zeichen der Hoffnung, sodass ich glaube, die Stimmung könnte da klar, könnte klarer wieder Richtung Engagement gehen und Politisierung mit dem Wissen darum, die Freiheiten, die wir jetzt genießen, das tolle Leben, das wir führen, das wollen wir weiterführen, aber das werden wir nicht weiterführen können, wenn es uns irgendjemand, wenn es uns die Homo-Hasser wegnehmen. Und schon allein aus Ego-Interessen kämpfen wir dafür, dass uns das erhalten bleibt. Die zweite Frage muss ich jetzt habe ich mich so reingeredet in die tolle, kurzes Stichwort zum zweiten Thema. Das mangelnde Outing von Leuten. Ach so. Genau. Da habe ich den Eindruck, das ist richtig. Das ist auch etwas, was, was sicher noch so ist, aber wo ich glaube, durch die zunehmende virtuelle Wahrnehmung der Welt, auch in der Provinz, ganz neue Chancen entstehen. Natürlich ist es was anderes, ob ich jetzt einen Schwulen im Fernsehen sehe, im Internet sehe oder mit einem Schwulen chatte. Oder ob das mein Nachbar ist, ob das mein Lehrer ist, ob das mein Bruder ist. Das ist nochmal ein Riesenunterschied, das ist mir schon klar. Aber durch die zunehmende Virtualisierung unserer Welt, dass die, je jünger die Menschen werden, umso mehr im Internet leben, wird natürlich auch das Stadt-Land-Gefälle zunehmend ausgeglichen. Ich war jetzt nicht in Köln 15 Jahre Lehrer, sondern 30 Kilometer außerhalb von Köln, in einem sehr ländlichen Gebiet eigentlich. Und ich habe keinen Schüler erlebt, der mit Schwulen Probleme gehabt hätte, obwohl die selber keine Schwulen persönlich gekannt haben. Also ich war der erste Lehrer, der sich da überhaupt geoutet hat. Dann haben sich noch einige Schüler in der Oberstufe dann kurz danach geoutet. Aber da war vorher, haben die auch jetzt, war jetzt nicht so, dass die von Schwulen umgeben gewesen wären. Und da glaube ich, dass die das schon das Stadt-Land-Gefälle ein Stück weit aufgehoben hat, ohne dass das Problem schon gelöst wäre. Diese Unterschiede gibt es noch. Es gibt auch noch Jugendliche, ich habe das bei Regensburg zum letzten Mal in einem Vortrag erlebt, die ganz verängstigt in so einem Vortrag sitzen, weil sie Angst haben, dass jemand sie sehen könnte, wenn sie in dem Vortrag sitzen und mir danach erzählt haben, dass sie von einem kleinen Ort kommen, keine gemeinsame Wohnung nehmen können. Das war ein Pärchen mit zwei 21-jährigen Schwulen und so tun müssen, als ob sie nur befreundet wären, aber es nicht nach außen zeigen können, weil sie so große Angst haben. Also das gibt es nach wie vor und das wird auch ein langwieriger Prozess werden, aber ich hoffe, dass der eben durch die Virtualisierung der Welt zunehmend mit aufgelöst wird, ohne dass das Alleinheilmittel sein kann. Ja, wenn sonst nichts mehr zu vermelden gibt, bevor ich mich beim David bedanke, wollte ich auch gerne nochmal bei uns die Gelegenheit nutzen, hier den Aufruf oder einen Aufruf für den 17.05. Auch bei uns wird es eine Veranstaltung geben zum Tag gegen die Homophobie. Vor euch auf den Tischen liegen diverse Flyer, wo alle Informationen drinstehen. Das gleiche, ein Aufruf für den 23.05. Über den Kongress oder zu dem Kongress vom Weißen Kreuz, was David auch angesprochen hat, die Homo-Heiler und was auch immer da für Referenten sich da tummeln. Da wird es auch eine Demonstration geben, auch das steht in dem Flyer drin. Ansonsten bei Facebook oder auf der CSD-Homepage. Ja, dann würde ich mich beim David ganz herzlich bedanken für seinen Besuch, für seinen Vortrag, für seine Informationen. Beim Publikum möchte ich mich bedanken. Ich denke, im Anschluss ist der David bestimmt noch bereit, ein paar Autogramme zu geben, vielleicht noch ein persönliches Gespräch zu führen. Und ja, dann bedanke ich mich und wir sehen uns bei der nächsten Veranstaltung. Be brave, be cool. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Wir sind etwas anders. Etwas schwul. Etwas lesbisch. Etwas politisch. Etwas verrückt. Mitten in der Szene.
In Köln. In Hamburg. Berlin. In Braunschweig. In ganz Deutschland für euch unterwegs. Sei mutig, denn du bist nicht allein. Brave informiert, klärt auf, hilft beim Coming Out und gibt der homosexuellen Community eine Stimme im TV. Wir sind interaktiv. Multimedial. Brave, das etwas andere Magazin, auch in eurer Region. Wir sind das größte Fernsehnetzwerk für die homosexuelle Community in Deutschland. Mach mit und sei ein Teil unseres Teams von Brave. Ja, bewirb dich einfach mit einem Foto bei uns und sag uns, was du machen möchtest an kontakt@brave-magazin.de. Sei mutig, denn du bist nicht allein.